Schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Nina Treu, ich arbeite beim Konzeptwerk Neue Ökonomie und neben mir steht schon unser Referent für heute Abend, Raoul Selig. Bevor er anfangen darf zu sprechen, würde ich gerne noch ein paar Worte sagen, wer wir sind und warum wir diese Vorstellungsreihe, Veranstaltungsreihe machen und wie die abläuft, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst. Ja, das Konzeptwerk ist eine Organisation mit Sitz in Leipzig, in Plagewitz. Wir arbeiten zu sozialer, ökologischer und demokratischer Wirtschaft, machen viel Bildungsarbeit und vernetzen uns mit verschiedenen sozialen Bewegungen. Wir haben viel zum Thema Postwachstum und Degrowth gearbeitet und wollen uns in den nächsten 2 Jahren unter anderem auch dem Thema Utopien widmen oder gesellschaftlichen Visionen oder der Frage, wie wir zu gemeinsamen Zukunftsvorstellungen kommen. Und in dem Zuge auch diese Reihe mit dem schönen Titel Zurück zur Zukunft, die wir hinten angestrahlt haben. Außer Raoul werden wir noch eine Referentin haben, die zu Rojava und den Erfahrungen in den kurdischen Gebieten spricht und eine Referentin, die was zu Municipalismus in Spanien sagt. Außerdem werden wir einen utopischen Abend haben, wo wir einfach mit Leuten wie euch ins Gespräch kommen wollen und noch die Degrowth Sommerschule durchführen Anfang August. Das sage ich am Ende auch nochmal, aber sozusagen das ist Teil von der ganzen Reihe. Und warum machen wir diese Reihe? Also wir haben den Eindruck, dass es an Zukunftsvorstellungen mangelt. Wir, die Menschen, viele, ich weiß nicht genau, ob sich das auf euch so zutrifft, können sich eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus und da läuft irgendwas falsch. Und das heißt nicht, dass die besten Ideen gleich umgesetzt werden. Wir wollen uns nicht vernachlässigen, dass es Strukturen und Macht- und Herrschaftsverhältnisse gibt. Aber um überhaupt dahin zu kommen, die zu überwinden, müssen wir erstmal wieder die Ideen generieren, die uns das vorstellbar machen. Eine bessere Zukunft, eine solidarischere, ökologischere, demokratische Zukunft. Genau, und da wollen wir verschiedene Vorschläge diskutieren. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir eine Blaupause erfinden, mit der wir dann irgendwie die Welt heilen, sondern dass wir überhaupt sagen, die Vorstellbarkeit generieren und wieder Debatten anfangen über Alternativen und Utopien. Genau, dass das irgendwie viel interessiert, scheint man ja an euch und den vielen Leuten, die gekommen sind, schon zu sehen. Das freut uns total. Natürlich ist so ein Vorschlag oder die Wichtigkeit von Utopien auch noch mal deutlicher in der Zeit vom fortschreitenden Klimawandel und verstärkten Rechtsruck, wo wir einen den Eindruck haben, unsere Gesellschaft entwickelt sich gerade nicht in eine positive Richtung, sondern eher in eine negative. Zum Ablauf für heute Abend. Raoul wird uns etwas erzählen. Wahrscheinlich dauert es so eine Dreiviertelstunde. Genau, und danach würden wir euch gerne mit euch ins Gespräch kommen. Das heißt nicht nur Fragen, Antworten von euch an Raoul, sondern auch gerne, das Mikro kackt etwas, tut mir leid, sondern auch gerne Antworten von euch auf Fragen, die aufkommen. Jetzt schon mal der Hinweis, dass es dafür eine doppelquotierte Redeliste geben wird, dass nicht immer die gleichen sprechen und weiblich und männlich gelesene Menschen gleichberechtigt sprechen können. Gut, so viel zur Einführung. Du langweilst dich vielleicht schon etwas neben mir. Genau, Raoul ist Schriftsteller, Übersetzer und Autor. Wir haben ihn eingeladen, also Raoul Selig, vielleicht sollte ich den Namen nochmal zusagen. Wir haben ihn eingeladen, weil er schon sehr viel zu Utopien gearbeitet hat und da auch viele Vorschläge sozusagen untersucht hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien und viel im lateinamerikanischen Raum. Er hat auch in Kolumbien mal ein Forschungsprojekt gehabt mit dem Schwerpunkt postkapitalistische Alternativen und hat zusammen mit Elmar Altvater vor ein paar Jahren ein Buch rausgegeben mit der Vermessung der Utopie. Worauf der Einladungstext basiert hat. Genau, zur Vermessung der Utopie wird es heute auch gehen. Du hast 13 Thesen mitgebracht, die du uns vorstellen möchtest. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, also vielen Dank für die Einladung. Ich weiß gar nicht, ob ich eure Erwartungen erfüllen werde, weil ich ein bisschen skeptisch bin, ob es wirklich Sinn macht, Utopien sich auszumalen. Deswegen werde ich in erster Linie, ein großer Teil meiner Thesen kreist um die Frage, wie man überhaupt über Utopien sprechen kann. Aber auch daran, glaube ich, kann man danach daran anschließend vielleicht zu dem kommen, was euch vermutlich mehr interessiert, nämlich die Dinge konkret auszukolorieren. Denn das, denke ich mal, das ist die Erwartung, die viele mitgebracht haben. Aber ich will zunächst mal dieses Sprechen über Utopien problematisieren und umreißen, in welcher Form man darüber vielleicht reden kann. Okay, 13 Thesen. Erste These wäre, warum überhaupt wieder über Utopien sprechen? Ja, man könnte ja
es wird einem oft auch begegnet, wenn man das grundsätzliche antikapitalistische Projekte ins Gespräch bringt, dass Leute sagen, naja, wir haben eigentlich so viel konkrete Fragen, konkrete Probleme zu bearbeiten, dass es ein bisschen absurd ist, jetzt über die großen Gesellschaftsentwürfe reden zu wollen. Ja? Also extrem wachsende globale Ungleichheit, Klimawandel, Bürgerkriege in Ländern wie Syrien oder Libyen, massenhafte Migration, das sind ja eigentlich alles sehr konkrete Fragen, wo man ja, mit den großen Gesellschaftsentwürfen zumindest teilweise nicht so wahnsinnig weit kommt. Also Bürgerkrieg in Syrien, da wird man jetzt, wenn man die große Utopie entwirft, diesen Krieg nicht lösen. Ja. Tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Einzelkrisen auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Ja. Also sicherlich auch eine schlechte Angewohnheit, wenn Linke immer behauptet haben, dass der Kapitalismus an allem schuld ist. Ja, ich glaube, an Bürgerkrieg in Syrien kann man gut zeigen, dass es viele innergesellschaftliche Probleme gibt, die solche Konflikte eskalieren lassen in der Weise. Also es wäre falsch, sozusagen immer so eine Metastruktur verantwortlich zu machen. Aber ich glaube, dass es nichtsdestotrotz richtig ist, darauf hinzuweisen, dass diese ganzen genannten Einzelprobleme in einem Gesamtzusammenhang stehen. Gerade auch in Abgrenzung. Es gibt einen Philosophen, mit dem ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe, vor 2-3 Monaten, ein französischer Philosoph, de la Gassnerie, der so als die Stimme der radikalen, auch politisch engagierten Philosophie in Frankreich gilt, der zum Beispiel sagt, ja, wir haben sowieso gar keinen Gesamtzusammenhang mehr gesellschaftlichen. Wir haben im Grunde genommen ganz viele Einzelbewegungen und jeder Einzelkampf ist gleich wichtig und es macht gar keinen Sinn, diesen Überzusammenhang herzustellen. Und ich glaube, diese These ist falsch. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich einen nach wie vor einen Gesamtzusammenhang und es gibt ihn, würde ich behaupten, sogar mehr als je zuvor. Also obwohl ich vorweggeschickt habe, man kann den Kapitalismus nicht für alles verantwortlich machen, ist, glaube ich, richtig. Wir leben zum ersten Mal in einem Weltsystem. Dieses kapitalistische Weltsystem verschärft alle lokalen Probleme, heizt sie in vielfältiger Weise auch an und hat vor allen Dingen ein Kernproblem. Ja? Dieser Kapitalismus hat nämlich dafür gesorgt, dass alle Gesellschaften und Einzelpersonen hineingeholt worden sind in das System. Alle sind eingebaut. Aber dieses System hat für die Leute keinen Platz. Ja? Also dieses Phänomen, es werden permanent Überflüssige produziert. Der Kapitalismus ist wahnsinnig produktiv, erhöht diese Produktivität ständig noch. Aber gerade dadurch macht das eben unmöglich vielen Leuten, wachsendem Teil der Weltbevölkerung, zu partizipieren. Diese Geschichte mit dieser Produktion von Überflüssigen, das kann man sehr gut beobachten, wenn man Migrationsprobleme sich da anguckt, wo sie wirklich auftauchen. Wir reden ja, oder die Rechten reden ja viel von Migration in Europa, aber die eigentliche Migration, die heute stattfindet, ist natürlich die Migration innerhalb des Südens selber, und zwar auch gar nicht zwischen Ländern, sondern innerhalb von Ländern, in den Megacities. Ja, also die Global Cities oder die Megacities, die Megaslums, diesen Ausdruck davon, von diesen unglaublich großen Abwanderungen aus von ländlichen Regionen in die Städte. Und wenn man sich zum Beispiel Kinshasa anguckt oder Nairobi oder Lagos, da sieht man, was wirkliche Migrationsprobleme sind. Also Städte mit mittlerweile über 15 Millionen, 20 Millionen Einwohnern. Und im Fall von Kinshasa habe ich neulich in der Le Monde Diplomatique gelesen. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich glaube, 96%, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben. 96%. Also unglaubliche Probleme, die ganz viel eben mit diesem Weltsystem zu tun haben. Denn die Leute wandern ab in die Städte, in manchen Ländern auch wegen dem Krieg, im Kongo auch wegen dem Krieg, aber in den meisten Ländern gar nicht wegen Krieg, sondern wegen einem ganz normal funktionierenden ökonomischen Moderne. Ja, und die These ist ja immer, die uns hier so erzählt wird, diese Länder haben noch nicht den Sprung in die Moderne geschafft. Wenn man aber hinguckt, ist eigentlich, das ist eine spezifische Form von Moderne, die sie erreichen. Eine spezifische Modernisierung, und die bedeutet dann zum Beispiel Industrialisierung, Automatisierung, Kapitalisierung der Landwirtschaft durch die Maschinen und durch den Einsatz von Kapital. Werden immer weniger Leute benötigt, um diese Agrarprodukte herzustellen. Und das bedeutet einfach, ein wachsender Teil der Weltbevölkerung verliert seine
Einkommensgrundlage. Und das darf man nicht vergessen, wir leben nach wie vor in der bäuerlichen Welt. Das wird auch immer so unterschlagen. Ein Drittel der Weltbevölkerung, 2,5 Milliarden Menschen sind nach wie vor Bauern, Kleinbauern, Kleinbäuerinnen. Diese Leute werden ihre Einkommensquellen in den nächsten 2-3 Jahrzehnten verlieren. Und wo gehen die hin? Ja? Also es ist tatsächlich, es gibt diesen Gesamtzusammenhang und es gibt dieses ökonomische Weltsystem. Es gibt es auch stärker als je zuvor in der Geschichte, wäre meine These. Der Trump-Anhänger und der saudi-arabische Fundamentalist mögen meinen, sie leben in zwei komplett unterschiedlichen Welten, aber tatsächlich bewegen sie sich in ähnlichen Fahrzeugen, gehen in ähnliche Shopping-Malls, stehen ähnliche Zeiten im Stau. Und es gibt natürlich Unterschiede zwischen denen, die die Fenster putzen und denen, die im SUV sitzen. Aber das sind dann eigentlich klassenspezifische Unterschiede und nicht so sehr Religions- oder Nationalitäten bestimmte Unterschiede. Zweite These, okay, also man muss die Anstrengungen unternehmen, einen Gesamtzusammenhang zu denken und vor allem eine Gesamtalternative auch zu denken. Utopie, der Begriff ist der Ort, den es noch nicht gibt. Ja, und die Funktion von utopischen Erzählungen und auch fantastischen Erzählungen war eigentlich immer schon eben den Vorstellungsraum zu erweitern, aber gleichzeitig auch eine radikale Kritik an den Verhältnissen zu formulieren. Das ist sehr schön nachvollziehen, kann man das zum Beispiel an Thomas Moros Utopia, wo er eine idyllische Insel, ist es glaube ich, beschreibt, und in der, wo alles im Überfluss vorhanden ist, wo er aber gleichzeitig auch deutlich macht, wie die Enteignungsprozesse in England oder in Großbritannien seiner Zeit verlaufen sind durch die Enteignung von Bauern, die vertrieben werden eben für die Viehzucht von Adligen. Also diese Dinge werden benannt und daran sieht man, dass es also bei diesen utopischen Erzählungen immer eigentlich auch um Gesellschaftskritik gegangen ist. Und dieser Nicht-Ort ist also dazu da, um Alternativen aufzuzeigen, Alternativen zum Bestehenden. Also da sieht man auch die Verknüpfung von dem Reden über Alternativen und der Kritik am Bestehenden. Also dieser Einwand, der oft auch gegen Linke kommt, ihr könnt ja nur kritisieren, der leuchtet mir zum Beispiel auch deswegen nicht besonders ein, weil in der Kritik des Bestehenden, in der Negation des Bestehenden ja auch viel von dem schon Positiven steckt, wo man hin möchte. Ich denke, die beiden Dinge sind sehr eng miteinander verknüpft. Wenn wir über Utopie reden, könnte man auch nochmal die Frage aufwerfen, es wird ja oft so getan, das sei sowas Verträumtes, Weltfremdes. Von dem spanischen Soziologen César Rendueles gibt es einen sehr schönen Hinweis über die Rolle des Liberalismus in der Geschichte der bürgerlichen Moderne. César Rendueles sagt nämlich, dass der Liberalismus, den wir so akzeptieren als eine sehr sachliche, sehr auf Sachzwängen beruhende politische Theorie, tatsächlich eigentlich ein extrem utopisches Projekt gewesen sei. Was meint er damit? Er verweist unter anderem auf Bentham und andere Denker des Liberalismus und sagt, Rendueles sagt, denen sei es eigentlich darum gegangen, die Menschen zu befreien von den klebrigen, engen Bindungen und Verpflichtungen ihrer Zeit, den familiären Bindungen, den moralischen Bindungen, den Bindungen an Gilden und Zünfte. Und das Projekt der Liberalen sei ja sozusagen gewesen, die Menschen da rauszulösen und diese ganzen traditionellen Bindungen zu ersetzen durch einen freigesetzten, anonymen Mechanismus, nämlich den Markt. Und er sagt, das war für die damalige Zeit, wir reden vom 17., 18. Jahrhundert, ein zutiefst utopisches Projekt. Das war also für die Leute überhaupt nicht vorstellbar, dass man sein gesellschaftliches oder das gesellschaftliche Leben auf der Grundlage dieser Marktmechanismen organisieren könnte. Zudem muss man auch sehen, auch ein schöner Hinweis von Rendueles, dass natürlich auch die Bedeutung des Marktes in diesem Prozess sich komplett verschoben hat. Märkte gibt es tatsächlich schon viel länger. Wir nehmen immer so an, der Markt sei immer das Gleiche, aber Rendueles weist darauf hin, dass der Markt ursprünglich ein Ort außerhalb der Stadtmauern stand, wo einmal die Woche Leute zusammenkamen, um Dinge zu tauschen und das oft zu nicht mal freien Preisen, sondern zu moralischen Preisen. Also man sieht, es gibt in der Geschichte der Menschheit oder in der Geschichte auch der neueren Zivilisation, Kulturen, sehr unterschiedliche Konzepte von Markt, und der Liberalismus wollte eben tatsächlich eine Entbettung, eine Entregelung von Marktlogiken. Und dieses liberale Versprechen war eben ein Versprechen, einen anonymen Mechanismus jenseits des konkreten sozialen Kontaktes zu nehmen und da
die traditionellen sozialen Bindungen mit zu ersetzen. Und Renduelles Hinweis ist nun, den finde ich sehr schön, ist auch ein sehr feministischer Hinweis, dass das auf einem Menschenbild beruht, das nichts mit unserer Existenz zu tun hat. Denn wir als menschliche Wesen, als materielle Existenzen, sind zutiefst abhängig von festen Bindungen. Ja, also diese Vorstellung, dass sich irgendwas durch einen diffusen Mechanismus regeln lässt, hat überhaupt nichts mit unserer Existenz, mit unserer Lebensweise zu tun. Unsere Lebensweise beruht, ein Drittel oder Viertel unseres Lebens beruht darauf, dass wir komplett abhängig sind von der Pflege und Sorge anderer, also vom Care, ne? Von Sorge, Pflege anderer, als Kinder, als Kranke, als Alte. Renduelles mündet diese oder führt diese These dann eben zu der Position zu sagen, ja, also der Liberalismus ist im Grunde genommen eigentlich das utopischste Projekt so der letzten Jahrhunderte, denn er glaubt, dass er die menschliche Gesellschaft über die faktischen Grenzen unserer menschlichen materiellen Existenz hinausführen kann. Und auf Dauer geht sowas nicht gut. Da kommt dann auch bei ihm der Verweis auf Karl Polanyi, weiß nicht, auch vielleicht vielen im Begriff, Wirtschaftshistoriker, sehr lesenswert, der Mitte des 20. Jahrhunderts in The Great Transformation, der großen Transformation, nachgewiesen hat, wie diese liberale Ideologie oder diese liberale Entbettung der Märkte dazu geführt hat, dass eigentlich die sozialen und später dann auch ökologischen Grundlagen zerstört worden sind von gesellschaftlicher Existenz. Also der Markt, der freigesetzte Markt, so die These von Polanyi, tendiert dazu, eigentlich die Existenzgrundlagen einer Gesellschaft zu zersetzen. Und das ist sozusagen also der komplementäre Aspekt sozusagen dieses Arguments. Gut, dritte These. Utopie ist also Gegenentwurf. Und ich würde jetzt gleich mal ganz schnell behaupten, dass wir uns zumindest, was Kriterien einer solchen Utopie angeht, relativ schnell einig werden könnten, zumindest in groben Zügen. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung auf Diskussion. Relativ schnell darüber einigen könnten, was wir eigentlich als wünschenswert empfinden. Also ich glaube, und zwar nicht nur Linke, sondern interessanterweise auch wirklich große Teile der Gesellschaft würden vermutlich sagen, dass es erstrebenswert ist, wenn mehr Leute an Entscheidungen partizipieren und nicht, wenn einer bestimmt, ja? Also wenn es demokratischer wird. Viele würden sagen, es ist schön, wenn die Leute mehr kooperieren und nicht in erster Linie Konkurrent denken. Ja? Also mehr Solidarität und mehr Kooperation. Die meisten Leute würden auch sagen, dass es gut ist, wenn Geschlechterhierarchien verschwinden oder sogar Geschlechterrollen verschwinden, die Wahrnehmung von beschriebenen Geschlechteridentitäten sich auflösen. Natürlich würden wir auch sagen, dass es wichtig ist, dass eine Wirtschafts- und Lebensweise die ökologischen Grundlagen nicht zerstört und deswegen auch nicht in erster Linie sich an Profiten orientieren sollte, sondern an einer langfristigen Sorge um Umwelt. Also das sind eigentlich Dinge, Kriterien zumindest für einen gesellschaftlichen Entwurf, über die man sich mit vielen Leuten, glaube ich, einigen könnte, wahrscheinlich nicht mit 100%, aber doch mit relativ vielen. Und wenn man eigentlich das weiterdenkt, dann wird man eigentlich auch sagen, es ist auch relativ logisch, was da aus diesen Sachen folgert. Ja? Also wenn man Gleichheit will, dann muss man Reichtumsunterschiede beschneiden. Und Reichtumsunterschiede kann man beschneiden, zum Beispiel, indem man Steuern erhebt oder sogar noch konsequenter, wenn man Eigentumsverhältnisse ändert. Also ich glaube auch zu den meisten Zielen, den meisten Wunschvorstellungen, die wir formulieren, würden uns auch konkrete Maßnahmen einfallen, wie wir die umsetzen oder zumindest wie wir denen näher kommen. Also eigentlich interessant, weil wir ja immer sagen, wir Linke oder wir haben keinen richtigen utopischen Entwurf. Eigentlich, wenn man dieses Argument ein bisschen heranzieht, stellt man eigentlich fest, dass das vielleicht gar nicht so wahr ist. Ja? Und dass ein zu den allermeisten Sachen sowohl langfristige Transformationsprojekte einfallen, als auch kurzfristige Ansatzpunkte. Ja? Also zum Beispiel, wenn man Ungleichheit in Städten verringern will, eigentlich logisch, dass man das Privateigentum an Immobilienbesitz beschneidet. Hat man früher auch gemacht, indem man eben sehr große Teile in kommunaler Hand hatte oder eben indem man eben die Mieterrechte erweitert hat. Man kann natürlich dann sagen, okay, bestimmte Regelungen ziehen bestimmte Probleme nach sich. In der DDR zum Beispiel war dann das Problem, dass die Wohnungen dann oft so niedrige Mieten hatten, dass sie eben nicht mehr in Stand gehalten wurden. Außerdem gab es eben wenig
Akteure, die sich darum gekümmert haben und so weiter. Also natürlich ist es wahr, dass bestimmte Instrumente auch immer Probleme mit sich bringen, aber zumindest die Richtung ist, glaube ich, relativ gut benennbar, ne? Wie sich also zum Beispiel mehr Solidarität herstellen lässt und wie sich mehr Demokratie herstellen lässt. Da würde uns, glaube ich, allen viel einfallen und ich glaube, wir könnten uns auch auf viele Dinge verständigen. Das Problem ist allerdings, und da, glaube ich, ist der eigentliche Haken, dass wir diese Dinge nicht durchsetzen können. Und das ist nämlich die eigentliche Dimension der Utopie oder des Utopischen. Das ist auch die eigentliche Dimension des sogenannten Sachzwangs. Ja, uns wird ja mal so argumentiert, das sind die Sachzwänge, das ist die Utopie. Ich glaube, hinter diesen beiden Begriffen steckt in Wirklichkeit, das sind die Machtverhältnisse und das sind die Ohnmachtsverhältnisse. Also utopisch ist das, wo die Macht für fehlt, um es durchzusetzen. Und Sachzwang ist das, wo die Machtverhältnisse so organisiert sind, dass sie jeden Tag durchgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob das zu abstrakt ist, aber konkret zum Beispiel, wir wissen zum Beispiel sicherlich, dass es, wenn wir die Vorstellung haben, alle Leute sollten Zugang haben zum Gesundheitssystem, dann würde ich auch glauben, es gibt auch eine klare gesellschaftliche Mehrheit dafür. Es gibt sicherlich eine Mehrheit von 70 oder 80%, die würden sagen, es ist ein Unding, dass ein so reiches Land wie Deutschland in den Erstaufnahmen von den Krankenhäusern, Erstaufnahmestellen, man 6-8 Stunden warten muss. Mit Kindern oft weinend auf dem Arm. Ja. Das kennt jeder und jede. Aber da passiert nichts. Woran liegt das? Und das liegt eben nicht daran, dass das utopisch wäre oder dass das ein Sachzwang wäre, dass es so ist, sondern es liegt daran, dass es bestimmte Machtverhältnisse gibt, die das erschweren. Nicht unmöglich machen, aber zumindest erschweren. Und was sind das für Machtverhältnisse? Die Machtverhältnisse sind, die in dem Fall sehr stark, also bei der überhaupt der Privatisierung der Gesundheit, die ja damit verknüpft ist, ne, die haben ja in Krankenhäusern systematisch abgebaut, der Hintergrund ist natürlich ein Interesse, ein Eigentums, die Interessen der Kapitalanleger, diesen Bereich der Gesundheitsversorgung zu kapitalisieren, um damit eben Gewinne erwirtschaften zu können. Und diese Betriebswirtschaftlichung war natürlich auch eine Ideologie, dass man uns das so verkauft hat, dass das gut sei. Aber es ist natürlich auch das handfeste materielle Interesse des Kapitals, das seit einigen Jahrzehnten, schon seit den 70er Jahren, zunehmend Probleme hat, vernünftig in Dinge zu investieren. Und deswegen Dinge zunehmend auch okkupiert, kolonisiert, die eben davor zum Beispiel Gemeineigentum waren oder noch gar nicht in den Markt geholt waren. Ne? Bildung und Gesundheit und so weiter. Und da kommen wir also ganz schnell, glaube ich, an die Frage, dass wir es zu tun haben mit der Eigentumsfrage. Damit bin ich bei der vierten These. Also das ist ja eine alte linke Behauptung seit Marx, dass die Eigentumsfrage eine zentrale Frage ist für gesellschaftliche Gegenentwürfe. Wir hatten heute am Nachmittag schon eine Runde, deswegen bin ich jetzt nicht so ganz frisch mehr im Kopf. Vielleicht brauche ich manchmal ein bisschen länger, um Thesen zu entwickeln, damit ihr das wisst, woran das liegt. Aber wir hatten heute Nachmittag schon mal eine kurze Diskussion darüber, weil ich den Begriff Sozialismus und manchmal sogar Kommunismus noch sehr selbstverständlich verwende und das ja viele von altbacken bis problematisch finden. Und ich glaube aber, dass es einen guten Grund gibt, sich darauf weiter zu beziehen, zumindest aus meiner Sicht. Vielleicht seht ihr das anders, aber aus meiner Sicht hat es einfach auch viel damit zu tun. Seit Marx, teilweise auch schon vorher, aber sehr gut hergeleitet und erklärt durch Marx, ist eigentlich klar, dass die Eigentumsfrage in der bürgerlichen Gesellschaft ein zentraler Moment ist. Und zwar ein Aspekt, über den Machtverhältnisse hergestellt werden. Ja? Also zum einen ist es so, dass es, wenn wir jetzt mal utopisch oder perspektivisch argumentieren, so, dass wir die Dinge, die wir verändern wollen gesellschaftlich, wenn wir also mehr Kooperation wollen, mehr demokratische Deliberation, mehr Solidarität, dass wir immer wieder an die Interessen der großen Eigentumsbesitzer stoßen. Ja? Zum anderen ist es aber auch das tatsächlich so, und das ist, glaube ich, die Kernkritik von Marx an der bürgerlichen Gesellschaft, dass die Machtverhältnisse in der bürgerlichen Gesellschaft die ganze Zeit eigentlich verschleiert werden, dass also uns erzählt wird, wir leben in einer Gesellschaft der Gleichen, der Freien,
Aber die eigentlichen Machtverhältnisse dieser Gesellschaft im Eigentum stecken. Darin stecken, dass zum Beispiel diese Besitzer von großen Fonds oder die Besitzer von großen Vermögen einen ganz anderen Zugang haben zu diesen Rechten, zu diesen bürgerlichen Rechten und die auch ganz anders für sich umsetzen können. Ja? Also insofern stößt man, glaube ich, wenn man diese Frage der gesellschaftlichen Veränderung aufwirft und auch einer utopischen Umgestaltung, eines Hinausdenken über das Bestehende, kommt man an die Eigentumsverhältnisse. Und das Interessante bei Marx ist, dass er eigentlich, nicht behauptet, dass durch die Abschaffung des Privateigentums die ganzen Fragen gelöst werden. Also die Umweltverschmutzung verschwindet nicht dadurch, und es verschwindet auch nicht die Unterdrückung von Frauen, und es verschwindet auch nicht die Homophobie. Es ist auch noch nicht deswegen demokratisch, aber es werden Bedingungen hergestellt, um andere Probleme lösen zu können, in Angriff nehmen zu können. Das heißt also, die Eigentumsfrage ist aus dieser Perspektive sowas wie ein Hebel. Ein Hebel, der andere, die Lösung anderer Probleme erleichtert. Ne? Also nicht so sehr die Vorstellung, wir erreichen das Paradies, wenn wir das Privateigentum abschaffen, wie viele Linke das behauptet haben, sondern eher die Vorstellung, die Geschichte der Menschheit beginnt dann, ja, weil dann überhaupt erst die Möglichkeit ist, dass wir tatsächlich demokratisch als Gesellschaft anfangen, unser Leben zu gestalten. Und ich glaube, an dieser These ist nach wie vor ganz viel dran, und deswegen halte ich auch an diesen Begriffen fest. Wie gesagt, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, zumindest wird man sich nicht darüber streiten können, dass also das Privateigentum, damit gemeint ist natürlich nicht das Privateigentum an den eigenen Sachen oder an der eigenen Wohnung, sondern immer das Privateigentum an Produktionsmitteln. Ne? Also dieses hochkonzentrierte Eigentum, dass das eine Schranke ist von Demokratie. Und das ist im Übrigen auch das Problem der Demokratie, so wie wir sie kennen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal so ein Nebenaspekt, der auch wichtig ist, immer mitzudenken. Wir haben oft so diese Erzählung, diese Wahrnehmung, dass die liberalen Philosophen uns die Demokratie gebracht hätten oder die Aufklärer. Und wenn man sich aber die Geschichte anguckt der Demokratie, dann wird man feststellen, dass also bis 1918 von Frauen- und Arbeiterwahlrecht fast nirgends in Europa die Rede war. Ja? Und durchgesetzt worden ist es offensichtlich auch nicht, weil irgendwelche liberalen Philosophen sich sowas ausgedacht hatten, sondern durchgesetzt worden ist es, weil es Frauenbewegungen, Suffragettenbewegungen gab und dann eben auch die Arbeiterbewegung, die sich das erkämpft hat. Das heißt also, diese Prozesse der Demokratisierung sind so aus den sozialen Kämpfen hervorgegangen und gleichzeitig eben auch die Kritik, glaube ich, eine vernünftige Kritik von Linken oder von Marx an der bürgerlichen Gesellschaft ist nicht, dass sie versucht hat, Dinge demokratischer zu machen, sondern dass sie immer eine Schranke der Demokratie eingebaut hatte. Und da, das hatte ich eben schon vorher das Argument, also eben, wenn Eigentumsverhältnisse so konzentriert sind, dann wird diese formale Demokratie, diese formale Gleichheit immer unerfüllt bleiben. Sie wird sich nie sozusagen zu Ende materialisieren. Und deswegen muss man eben auch anfangen, über diese Eigentumsverhältnisse zu sprechen. Gut, fünfte These. Ein großer Einwand, der im Zusammenhang von utopischen Debatten auch immer auftaucht, ist, die Menschen sind nicht so. Also wie sollen die Menschen demokratischer sein und solidarischer sein, wenn sie doch so eigennützig sind? Ja? Ich glaube, dass das ein interessantes Argument ist, weil neuere, sowohl ethnologische Forschung als auch biologische Forschung, verhaltensbiologische Forschung, dass diese alten Argumente, diese klassischen Argumente sehr stark widerlegt hat. Also zum Beispiel diese Grundthese, es gäbe einen Homo economicus, der so immer alles sich ausrechnet, was zu seinem Vorteil ist. Da stellt man schon, wenn man also wirtschaftsethnologisch forscht, weiß man mittlerweile auch schon seit 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass das ganz unterschiedlich ist. Ja, also es gibt zwar in fast allen Gesellschaften Handel und Tausch, aber die Formen dieses Handel und Tausch können ganz unterschiedlich sein. Ja, zum Beispiel bei Polanyi gibt es dieses lustige Beispiel Handel auf Pazifikinseln von Schmuck. Dieser Schmuck zirkuliert auf den Inseln nämlich in der Form, oder zirkulierte oft in der Form, dass die Leute die Dinge haben fallen lassen. Und zwar so unauffällig haben fallen lassen, weil es der Gedanke war, wenn man ihnen das als Geschenk mitbringt. Also es ging nicht nur nicht darum,
dass man das tauschen wollte, sondern man wollte es nicht mal als Geschenk mitbringen, weil man dachte, wenn man es als Geschenk mitbringt, dann fühlt sich die andere Seite verpflichtet. Das ist peinlich für die. Also hat man die Geschenke einfach unauffällig liegen lassen. Und so sind diese Schmuckgegenstände auf den Inseln zirkuliert. Das ist auch eine Form von Tausch. Also da sieht man, diese Vorstellung, dass die menschliche Handlungslogik immer ist, man müsste Dinge tauschen und dafür unmittelbare Gegenvorteile haben, dass das historisch nicht stimmt. Ja. Auch alle möglichen verhaltensbiologischen Studien bei Tieren und Menschen werfen ganz neues Licht eigentlich darauf, was wir für Existenzen sind. Natürlich, wir brauchen jetzt nicht leugnen, dass wir natürlich auch egoistische Seiten haben, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge Aspekte, die in eine ganz andere Richtung deuten. Es gab zum Beispiel ein Experiment, was ich neulich mal bei Arte im Fernsehen in einer Dokumentation gesehen habe. Da wollten die eigentlich nachweisen, die wollten den Tieren beibringen, wie man sich solidarisch verhält. Ja, es sollte darum gehen, dass Tiere trainiert werden, eingesperrte Tiere freizulassen. Ja, von außen konnten Ratten andere Ratten befreien. Sie sollten trainiert werden. Und sie stellten fest, dass also die Ratten so intuitiv die Artgenossen befreit haben. Also sie haben sogar, bevor sie selber gefressen haben, haben sie die Artgenossen befreit. Das war also in dieser Versuchsanordnung angeblich eine große Überraschung. Man stellt also fest, es gibt also durchaus, wir wissen auch alle, es gibt egoistische Verhaltensweisen bei Tieren, aber es gibt eben durchaus auch solidarische. Es gibt sogar Gerechtigkeitsvorstellungen, ist ja auch interessant, weil man ja immer denkt, Moral ist sowas, und Gerechtigkeitsvorstellungen ist was die menschliche Spezies hervorgebracht hat. Aber es gibt zum Beispiel diese sehr interessanten Versuche mit, ich weiß gar nicht, ich glaube Krähen, aber auch so Lemuren, dass zwei Tiere in zwei Käfigen nebeneinander gefüttert werden. Und wenn beide Gurkenscheiben bekommen, dann sind beide zufrieden. Aber wenn der eine was Besseres bekommt, zum Beispiel Obst, was beide gerne essen, und der andere weiterhin die Gurkenscheibe, dann flippt der nur die Gurkenscheibe bekommt, aus. Ja? Der findet es ungerecht, dass der andere die leckeren Sachen bekommt und er die einfachen Sachen. Dahinter steckt ja eigentlich so ein Aspekt von einer Gerechtigkeitsvorstellung, dass wenn die einen das bekommen, dass die anderen das auch bekommen sollten. Diese Sorge umeinander, ne, und aber auch solche Gerechtigkeitsvorstellungen, dass es sowas gibt wie eine gleiche Behandlung, die hat natürlich auch eine Funktion. Das ist kein Wunder, dass sich sowas herausgebildet hat, denn das stärkt Kooperation, und das ist ja logisch eigentlich im evolutionären Prozess, dass es in Evolutionsprozessen sinnvoll ist, wenn Gemeinschaften sich gegenseitig stützen. Ja? Bei Menschen zeigen verhaltensbiologische und auch neurobiologische Studien, sind solche Sachen eigentlich sogar besonders stark ausgeprägt. Kennen wahrscheinlich auch viele Spiegelneuronen, also dass es Gehirnareale gibt bei Menschen, die es im Gegensatz zu Menschenaffen uns ermöglichen, uns in die Rolle von anderen hineinzuversetzen. Das Interessante daran ist aber, dass Spiegelneuronen nicht nur einem ermöglichen, sich positiv in einen hineinzuversetzen, andere, sondern auch negativ. Ja? Man kann sozusagen in der Strategie des anderen mitdenken, um den übers Ohr zu hauen. Also klar ist, diese Spiegelneuronen waren offensichtlich ein riesiger Vorteil, weil man kooperieren konnte und voneinander lernen konnte, aber es heißt nicht unbedingt, dass man sich deswegen uneigennützig verhält. Und da gibt es dann auch wieder sehr interessante, in dem gleichen Dokumentarfilm, Studien, die ich wirklich sehr lustig fand oder auch sehr erschreckend. Da gab es also Studien, wo sie schon bei Kleinkindern, die noch gar nicht reden konnten, festgestellt haben, die sind intuitiv hilfsbereit. Ja? Von sich aus bringen also Kleinkinder, die sonst noch gar nichts können, heben Dinge auf und geben sie wieder anderen Leuten zurück. Sie identifizieren sich also offensichtlich mit den anderen. Aber ist auch interessant zu beobachten gewesen, dass sich diese Kooperationsbereitschaft vor allen Dingen auf Leute bezieht, die man zur eigenen Gruppe zugehörig empfindet, zugehörig empfand. Ja, bei Kindern hat man das dann In- und Out-Groups geschaffen, dadurch, dass die unterschiedliche Kekse mochten. Und also gegenüber Puppen, die gleichen Kekse mochten wie sie selbst, waren sie deutlich kooperativer. Und das hat man mit Erwachsenen nochmal gemacht. Das war dann besonders witzig. Also Leute, die mit ihren Empathiefähigkeiten sich hineinfühlen konnten in den Schmerz anderer Leute, ja, konnte man nachweisen, dass sie die Schmerzen im Gehirnareal mitempfunden haben. Aber interessanterweise hat man dann auch mit Fußballfans gemacht, wenn es Anhänger von einem gegnerischen Club war, dann führte das nicht dazu, dass man eben dieses empathische Empfinden hatte, sondern eher sowas wie Schadenfreude. Also man sieht, das ist in der evolutionären Geschichte, in der
in der menschlichen Anlage, in der natürlichen Anlage, durchaus widersprüchlich. Es gibt eine große Fähigkeit zur Empathie und zur Solidarität, aber es gibt natürlich auch eine große Fähigkeit, darüber hinwegzusehen und zum Beispiel die eigene Gruppe oder den eigenen Verband oder sich selber zu schützen. Ist ja auch naheliegend. Jeder, der gesunde Menschenverstand, würde einem nichts anderes sagen. Aber es deutet schon mal darauf hin, dass also diese ganze liberale Grunderzählung des Homo economicus, des eigennützigen Menschen, das ist alles eigentlich Blödsinn. Ja? Also es gibt Anteile von dem und jenem, und das ist interessant, dass sehr unterschiedliche Strategien entwickelt werden können, um damit umzugehen. Übrigens auch schon bei Versuchen mit Menschenaffen, oder nicht mal bei Versuchen, bei Beobachtung von Menschenaffen, dass es sehr unterschiedliche Strategien gibt, wie die zum Beispiel mit Spannungen in den Gruppen umgehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, die eine waren Schimpansen, das andere waren Bonobo. Schimpansen zum Beispiel haben ausgeprägte Hierarchien und auch ausgeprägte Intrigen innerhalb der Gruppen, um aufzusteigen und dort Leute eben auch runterzuhalten. Und es gibt umgekehrt eben andere Gruppen, die deutlich kooperativer versuchen, diesen Zusammenhalt herzustellen. Und das ist natürlich genau das, was man für die menschliche Gesellschaft auch sagen kann. Es gibt, und das ist natürlich dann auch die Dimension des Utopischen oder die des Gesellschaftsentwurfs, möglich sind sehr unterschiedliche Strategien. Es ist natürlich auch eine Strategie, die Konkurrenz und den Markt so zu erweitern, dass wir uns sozusagen im Bürgerkrieg mit allen anderen wähnen. Aber es ist natürlich auch eine denkbare Strategie, vor allen Dingen den Zusammenhalt und die Kooperation und die Solidarität in der Gesellschaft zu stärken. Und es gibt natürlich auch ein gutes Argument. Man könnte nämlich durchaus auch sagen, dass dahinter steckt nicht nur die ethische Idee, dass das gut wäre, weil wir uns das so beigebracht bekommen haben von den evangelischen Pfarrern oder von den sozialistischen Predigern und Predigerinnen, sondern es wäre wahrscheinlich auch vernünftig, weil zum einen natürlich eine Gesellschaft oder eine gesellschaftliche Gruppe, in der es eben so einen Ausgleich gibt, die gewaltsamen Spannungen abnehmen und natürlich für alles auch ganz gut ist, wenn es weniger Kriege gibt oder weniger solche gewaltsamen Spannungen. Aber es gibt auch Studien, gesundheitswissenschaftliche Studien, die zeigen, in Gesellschaften mit größerer Gleichheit ist Gesundheit und Glücksgefühl größer. Also es gibt auch, wenn man ethisch argumentiert, ich würde sagen, zum Teil ist es eine ethische Argumentation, dass das eine besser ist, aber zum anderen steckt dahinter auch, finde ich, ein Argument der Vernunft, dass das eine gesellschaftliche Organisationsform, die solche Eigenschaften stark machen, solche Umgangsformen stark machen, dass die eben auch die Seite der Vernunft, auch die Vernunft auf ihrer Seite haben. Sechste These: Warum geht es also? Herausforderung ist, glaube ich, die große Herausforderung, würde ich behaupten, ist, wir leben, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, in einem Weltsystem, und dieses Weltsystem hat, das ist auch interessant, nicht nur einen Gesamtzusammenhang geschaffen, sondern vor allen Dingen eine ungeheure Abhängigkeit voneinander geschaffen. Ja, das ist, was wir uns überhaupt nicht vergegenwärtigen. Eigentlich leben wir heute schon als Weltgesellschaft. Ja, wir die ganzen Dinge, die wir anhaben, ohne die vielen fleißigen Hände in Indonesien und China, würden wir hier in Lumpen sitzen oder nackig sitzen. Also für alles, was wir konsumieren und auch unsere gesamten Arbeitsprozesse, darüber wird ja ständig auch geredet, wird in globalen globalen Produktionsketten hergestellt. Wir leben bereits in einer extrem kooperativen Weltgesellschaft. Und das Verrückte ist aber, dass diese extrem kooperative Weltgesellschaft diesen Mechanismus oder als Mechanismus zur Koordination nicht die bewusste Auseinandersetzung über unsere Kooperation hat, sondern den Marktmechanismus, den Konkurrenzmechanismus. Das ist übrigens auch ein altes Argument. Damit beginnt das Kapital. Das ist also das erste schwer zu lesende Kapitel über die Ware. Da steht eigentlich genau das drin, über diesen absurden Widerspruch, dass plötzlich die Ware und der Austausch von Waren die Gesellschaftlichkeit herstellt, anstatt dass man die Gesellschaftlichkeit direkt herstellt. Ich brauche euch alle, und anstatt zu sagen, wenn wir uns alle gegenseitig brauchen, sollten wir das zusammen überlegen, wie wir was organisieren. Und dazu sind wir aber offensichtlich in der heutigen Gesellschaftsformation nicht in der Lage, sondern organisieren das über diesen anonymen Markt. Und die Herausforderung ist eben, da einen Mechanismus zu entwickeln, der auf der Höhe der Zeit ist. Ja. Das ist sozusagen die Herausforderung. Gut, siebte These. Jetzt muss man natürlich sich auch eingestehen, also wenn man sagt,
Eigentum ist eine zentrale Frage. Gemeineigentum ist eigentlich gut, weil es zu größerer Gleichheit führt und zu auch gemeinsamer Deliberation und Demokratie. Wenn man das behauptet, dann muss man natürlich auch zur Kenntnis nehmen, im Sozialismus hat Gemeineigentum nicht dazu geführt, dass die Dinge effizient organisiert waren, nicht dazu geführt, dass sie demokratisch organisiert waren und so weiter. Die liberale These, die uns ständig begegnet, ist immer, dass das daran liegt, dass es ohne Eigennutz die Leute nicht fleißig sind. Ja? Also wenn man keinen Anreiz hat, wenn man nichts damit verdient, dann kümmert man sich nicht um die, dann setzt man sich nicht ein und beziehungsweise wenn was Gemeineigentum ist, dann kümmert man sich nicht darum. Die Erfahrung haben ja tatsächlich auch schon viele gemacht. Also in vielen WG-Küchen zum Beispiel sind die oder in vielen WGs sind die Gemeinschaftsräume verwahrloser als die Einzelräume. Aber wir kennen durchaus auch andere Beispiele. Es gibt durchaus auch WGs, wo es umgekehrt ist. Aber tendenziell ist dieses liberale Argument erstmal auch, leuchtet einem ein. Also man möchte auch selber meistens oder oft möchte man auch selber was davon haben, wenn man sich einsetzt. Es ist aber auch da eigentlich interessant, dass dieses liberale Argument mittlerweile widersetzt ist und da widerlegt ist. Und auch da möchte ich eigentlich anstatt von so einer großen Utopie lieber von Dingen reden, die bereits da sind und die viele vielleicht auch schon mal beobachtet haben, aber noch gar nicht so viel drüber nachgedacht haben. Nämlich ein wichtiges Argument zur Widerlegung dieser These von Eigennutz und Privateigentum sind die Commons, also die Gemeingüter, die traditionellen Allmendegüter werden die auch genannt, aber auch die neueren digitalen Commons. Über die traditionellen Allmendegüter hat Alan Ostrom viel geforscht, britische oder US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin, die da auch den Nobelpreis für bekommen hat. Die hat also nachgezeichnet, dass es, früher hieß es immer so, Allmendesysteme scheitern. Ja, wenn der Wald niemandem gehört, geht er kaputt. Oder die Fischereibestände, die werden dann überfischt, weil jeder nur seinen eigenen Vorteil sucht. Und sie hat festgestellt, das stimmt gar nicht. Es gibt also Fischereibestände, die seit Jahrhunderten von, obwohl die knappe Ressourcen haben, der Fisch ist nicht unendlich, gut verwaltet werden. Wasser. In Valencia, wer da mal in der Stadt Urlaub gemacht hat, vor der Kirche, vor der Kathedrale, so ein Ort, wo sich also bis heute die Leute oder bis vor jahrhundertelang die Leute trafen, um das Bewässerungssystem zu besprechen. Ja, weil Wasser knapp ist, kann man sich ja vorstellen, trockene Gegend, Spanien oder Valencia. Dann überlegt wurde, wie alle Bauern zu Wasser kommen. Und dafür gab es eben Allmendesysteme, die Verteilung des Wassers reguliert haben. Und das gibt es, wenn man in bäuerlichen Gesellschaften sich umguckt, fast überall. Ja? Also indigenen Gesellschaften, in europäischen Gesellschaften. Das sind, was Ostrom eben aufzeigt, ist, das funktioniert dann, wenn die Gemeinschaft einigermaßen überschaubar ist. Wobei überschaubar heißt nicht unbedingt klein. In Valencia sind es, glaube ich, 5.000 Familien immer gewesen oder 5.000 Höfe, die beteiligt waren. Wenn es einen transparenten Mechanismus gibt oder gab, wie die Regeln hergestellt worden sind. Also die Leute müssen das Gefühl haben, dass sie an der Entscheidung irgendwie beteiligt waren. Es muss auch eine Möglichkeit geben, die Regeln anzupassen und es muss auch ein Kontrollsystem geben, aber das Kontrollsystem sollte auch nicht zu scharf sein. Ja, also die Strafen, es gibt Strafen, aber die Sanktionen sind jetzt nicht übertrieben. Das würde uns auch der gesunde Menschenverstand sagen. Also wir würden auch sagen, also jede Dorfgemeinschaft kennt das, die gemeinsame Pflege um den Fußballplatz funktioniert dann, wenn alle Aufgaben übernehmen müssen, alle sich auch ein bisschen auf die Finger gucken, aber auch nicht jetzt so ein Kontrollterror beginnt, würde jeder sagen, ist wahrscheinlich eine vernünftige Regelung. Ne? Oder die WG-Küche mit der Uhr. Also alles nicht besonders verwunderlich, nur Ostrom hat halt nachgewiesen anhand von vielen empirischen Untersuchungen, das hat hier funktioniert und da auch und da aber nicht und zwar aus den und den Gründen. Und das, diese Commons-Sache ist natürlich auch interessant, wird deswegen auch viel jetzt in diesem Zusammenhang von Commonism, also von Gemeingüterismus diskutiert, weil es natürlich auch in den in Hochtechnologiebereichen mittlerweile eine Praxis ist, die sehr gut funktioniert. Und zwar nicht nur zur Wahrung von Ressourcen, wie Wasser oder Wald, sondern auch zur Herstellung von Gütern. Ihr alle kennt das, ihr habt schon mal mit Wikipedia, vielleicht auch mit Linux oder Firefox gearbeitet. Das sind Softwareprodukte, die sind von einer offenen Community entwickelt worden, wo niemand danach Eigentumstitel bekommen hat. Das gehört allen Leuten, das ist eine Allmende, Digital Common.
wo alle Leute weiter dran schreiben können, wo also die Software offen ist, Open Source, und wo auch niemand unmittelbaren Eigennutz rausgezogen hat. Die Leute haben natürlich das auch gemacht, weil sie was für ihr Renommee machen wollten, aber verdient hat damit erstmal niemand was. Man kann natürlich damit auch ein Geschäftsmodell aufbauen und Linux-Spezialist werden, aber erstmal haben die Leute sich daran beteiligt, weil sie Interesse hatten. Das ist jetzt noch kein Beweis dafür, dass der Kommunismus als Gesellschaft funktioniert, aber es ist ein Beweis dafür, dass die liberale These nicht stimmt, dass es ohne Eigennutz und ohne Privateigentum nicht geht. Wie könnte dann aber ein Gemeineigentum aussehen, das diese Erkenntnisse mitnimmt, ohne eben diese historischen Erfahrungen mit dem Sozialismus zu wiederholen? Damit bin ich bei der achten These. Eric Olin Wright, Soziologe aus den USA, aber viele andere, haben in den letzten Jahren darauf hingewiesen, dass wir uns vergegenwärtigen sollten, was der Begriff Sozialismus eigentlich meint. Sozialismus meint ja nicht Staatseigentum oder Staatsmacht, sondern Sozialismus meint Gesellschaftsmacht. Ja? Und Eric Olin Wright veranschaulicht das mit einem sehr schönen kleinen Modell. Er zeichnet ein Dreieck und sagt, wenn wir uns eine Gesellschaft halt mit drei sozusagen Machtknotenpunkten vorstellen, ja, Wirtschaft oder Kapital, Staat und Gesellschaft, dann ist so, Kapitalismus ist die Ermächtigung des Kapitals gegenüber Staat und Gesellschaft. Der Staatssozialismus war die Ermächtigung des Staates gegenüber Gesellschaft und Wirtschaft. Und Sozialismus, so wie er als Projekt vielleicht Bestand hat, wäre die Ermächtigung der Gesellschaft gegenüber Staat und Kapital. Ich finde, das ist ein sehr simples Bild, aber eigentlich sehr gut, um also die Herausforderungen zu umreißen. Also wir müssen, glaube ich, uns vorstellen, dass es darum geht, eben Eigentumsformen zu stärken und Nutzungssysteme, eigentlich noch wichtiger als Eigentumsformen, Nutzungssysteme zu stärken, die der Allgemeinheit zugutekommen, die aber die Kontrolle und die Macht nicht in die Hand von Staaten und Bürokratien legen, sondern eben tatsächlich in gesellschaftliche Formen. Dafür gibt es natürlich auch heute schon hunderte Formen, wo wir gar nicht wahrnehmen, dass das besonders utopisch wäre. Wir alle kennen Genossenschaften, wir kennen vielleicht sogar die Mietshäuser-Syndikate, wo Leute das in Wohnprojekten machen. All solche Dinge existieren längst. Das ist übrigens auch eine wichtige These von mir, dass wir nämlich eigentlich permanent diese auch in unserer Gesellschaft heute Möglichkeiten hervorbringen, um die Gesellschaft zu überwinden und unsere Lebensformen zu überwinden. Das alles sagt jetzt natürlich noch nichts über die einzelnen, über die Lösung konkreter Probleme auf. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sich uns vorstellen würden, dass wir eine Gesellschaft hätten, die vor allen Dingen aus Genossenschaften besteht oder aus Gemeingüter-Communities, ja, oder aus Kommunen. Ja, wolltest du was sagen? Okay. Ja, ich bin auch jetzt auf dem Schluss. Okay. Also die These von Sozialismus ist, glaube ich, schon eigentlich, kann ich nicht klarer ausdrücken. Also zu sagen, ein sozialistisches Projekt, ein utopisches Projekt müsste eine Stärkung der Gesellschaft gegenüber Kapital und Staat, also gegenüber, Unterschied, Kapitalismus war eine Stärkung der Wirtschaft, ja, gegenüber Gesellschaft und Staat. Staatssozialismus war eine Stärkung des Staates gegenüber den beiden. Und in einem sozialistischen oder einem utopischen Projekt, sozusagen auf der Höhe der Zeit, müsste im Mittelpunkt stehen gesellschaftliche Eigentumsformen, ja, und eben nicht das staatliche Eigentumsformen. Denn das, was im 20. Jahrhundert als Sozialismus bezeichnet worden sind, waren ja staatliche Eigentumsformen. Das sagt noch nichts darüber aus, wie Genossenschaften zum Beispiel, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, wir hätten jetzt nicht mehr Privateigentümer, private Unternehmen für private Fabriken, sondern wir hätten wirklich ein ganz vielfältiges Netzwerk von Genossenschaften, von Theatergenossenschaften bis hin zu Produktionsgenossenschaften, von Brauereigenossenschaften bis hin zu Miets- und Wohnungsgenossenschaften. Das würde jetzt noch nichts darüber aussagen, wie diese Einheiten miteinander in Verbindung treten. Da würden natürlich noch ganz viele weitere Probleme auftauchen. Also wie planen die zum Beispiel oder wie
tauschen die ihre Güter aus? Vertrauen die sich nur oder haben die eine Buchführung oder solche? Also solche Fragen, die im 20. Jahrhundert auch schon viel diskutiert werden, würden erneut auftauchen. Aber zumindest ist, glaube ich, deutlich, es geht um einen Perspektivwechsel. Es geht um einen Perspektivwechsel hin, da zu begreifen, Mittelpunkt einer utopischen Idee muss Gesellschaft sein, muss die Selbstorganisierung von Menschen, die demokratische Selbstorganisierung von Menschen sein. Neunte These wäre dann, wie, es gibt auch Überlegungen und Debatten in letzter Zeit, also wie das so eine utopische Gesellschaft mehr oder weniger, naja, von selbst durch technische Entwicklung eintreten könnte. Sehr bekannt in dem Zusammenhang gibt es, sind die Akzelerationisten. Das ist eine philosophische Schule, die der Ansicht ist, dass es eigentlich darum geht, die technische Entwicklung weiterzutreiben, weil die uns hinführen würde in so einer Gesellschaft, zu so einer Gesellschaft der Kooperation und des Gemeineigentums. Sowas Ähnliches sagt übrigens auch Paul Mason, den vielleicht noch mehr kennen als die Akzelerationisten. Akzelerationisten heißen die wegen Acceleration, Beschleunigung. Die sagen also, die haben auch drei ganz gute Argumente, die es wirklich zu bedenken gilt. Die sagen also, die Beschleunigung der Technik führt ja bekanntlich dazu, dass alles automatischer hergestellt wird. Ja? Die Produktivität wächst. Wir brauchen immer weniger Arbeit, um Güter herzustellen. Und sie sagen, das ist in dreierlei Hinsicht befreiend. Erstens, wenn die Maschinen arbeiten, brauchen die Menschen nicht mehr so viel arbeiten. Das heißt, wir hätten mehr Zeit, um den Dingen nachzugehen, die uns gefallen. Zweitens, diese Automatisierung führt dazu, dass der Kapitalismus seine Grundlagen verliert, denn Profite oder Gewinne werden erwirtschaftet dadurch, dass Dinge knapp sind. Ja? Also man kann ja nur Dinge teuer verkaufen, die knapp sind. Wenn Dinge im Überfluss vorhanden sind, noch ist Luft im Überfluss vorhanden, dann ist man nicht bereit, dafür was zu zahlen. Jetzt ist aber so, die technische Entwicklung führt dazu, dass viele Dinge tatsächlich tendenziell immer billiger werden. Ja? Dann nennt man auch, die Grenzkosten gehen gegen Null. Und das wäre eben die These, wenn das eintritt, dass die Dinge billiger werden, dann wird dem Kapitalismus sozusagen die Grundlage entzogen. Und die dritte These, die Sie sagen, in einer Gesellschaft, in der immer mehr automatisiert wird, ist Wissen immer wichtiger. Ja, deswegen reden wir auch davon, wir leben in einer Wissensgesellschaft. Diese Wissensgesellschaften jedoch, in Wissensgesellschaften jedoch, wird Eigentum zunehmend zum Hindernis. Und das ist in unserer Gesellschaft auch seit Jahrhunderten bekannt. Das ist auch der Grund, warum Bibliotheken öffentlich zugänglich sind, weil wir alle wissen, dass es gut ist, wenn Wissen frei zirkuliert, weil uns das nämlich den Zugang allen ermöglicht, Dinge besser zu organisieren, schneller herzustellen. Und diese Annahme oder diese Beobachtung, dass eben die technische Entwicklung eigentlich die uns von der Arbeit befreit und auch tendenziell dem Kapitalismus Probleme bereitet, führt bei den Akzelerationisten zu der These, bei Paul Mason ganz explizit, dass wir eigentlich in der Entwicklung sind, die sowieso schon über den Kapitalismus hinausweist. Deswegen sind die sehr optimistisch und sagen, wir können eigentlich ein bisschen uns auch wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Die These finde ich sehr sympathisch oder sehr interessant, weil sie auch mal wieder so ausgerichtet ist, dass man zuversichtlich auf die Geschichte blickt und auf die Zukunft blickt. Aber sie hat natürlich das Problem, dass technische Entwicklungen, das sollten wissen, glaube ich, alle, auch immer die andere Seite haben. Also neue Technologien bedeuten auch immer mehr Kontrolle, bedeuten mehr Kriegstechnologie. Und das ist natürlich durchaus auch vorstellbar, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Wissensgesellschaft leben, wo die Maschinen für uns alles produzieren, aber diejenigen, die darüber verfügen, über dieses Wissen und die Maschinen, einfach Mauern hochziehen und die Leute außen vor nicht mehr hereinlassen. Das ist ja auch genau auch eine Tendenz, die wir alle beobachten. Also so könnte man vielleicht auch diese Festung Europa ja auch beschreiben. Es ist also ein Raum, der immer reicher wird und sich sozusagen in der Form abgrenzt. Also insofern sieht man, glaube ich, sehr klar, allein durch technische Entwicklungen werden diese utopischen Gedanken oder diese utopischen Ziele nicht verwirklicht werden. Zehnte These. Wir brauchen also andere Dinge, die, um über das Utopische, um das, dem Utopischen näher zu kommen, den gesellschaftlichen Gegenentwürfen näher zu kommen. Und ich glaube, zwei Ansätze, die sehr gut und sehr wichtig sind dafür, sind einerseits der Begriff von Care, also von Sorge und Pflege, der ja stark aus der feministischen Debatte kommt. Und zum anderen Summa Causae, das ist der Begriff des guten Lebens, der in lateinamerikanischen indigenen Gesellschaften seit vielen Jahrhunderten auch vertreten oder tradiert wird.
Warum glaube ich, dass diese beiden Begriffe sehr hilfreich sind für eine Debatte? Zum einen eben aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe. Das Problem eigentlich ist, dass ein gesellschaftlicher Entwurf in der Vergangenheit, im 20. Jahrhundert, im Sozialismus, immer viel damit argumentiert hat, wie die Menschen werden müssten, damit so eine sozialistische oder kommunistische Utopie funktionieren kann. Ja? Also die Menschen mussten sich ändern, damit die Utopie funktioniert. Und eigentlich gilt es darum, diese Dinge vom Kopf auf die Füße zu stellen, nämlich zu fragen, was ist eigentlich die menschliche Existenz? Und unsere menschliche Existenz beruht darauf, dass wir sorgsam miteinander umgehen und eben auch sorgsam mit unserer Umgebung umgehen. Ja? Und diese Kehrgedanke oder diese Kehrtheorie ist ja eigentlich auch sowas wie eine Moralphilosophie, im feministischen Kontext zumindest, die nicht vom Subjekt ausgeht. Die normale Moralphilosophie stellt die Frage, wie verhalte ich mich als Einzelner? Die Kehrtheorie als Moralphilosophie stellt in Frage, wie kann die Verbindung zwischen den Menschen gepflegt werden? Und ich glaube, das ist also sozusagen der Punkt, der Ausgangspunkt, von dem man argumentieren müsste über gesellschaftliche Gegenentwürfe. Wie kann das gesellschaftliche Zusammenleben organisiert werden, dass eben diese Bindung und diese Sorge füreinander, umeinander und für die Umwelt gestärkt wird. Dieser lateinamerikanische Begriff, den ich gerade erwähnt habe, sagt sowas Ähnliches, nämlich dieses gute Leben. Der bedeutet Harmonie, in Harmonie leben mit der Gemeinschaft und mit der Umwelt. Sicherlich in der Praxis auch nicht so wichtig, wie man das vielleicht vermuten könnte. Also wenn man in Lateinamerika rumreist, wird man das erstmal in wenigen Dörfern beobachten können, dass das so eine Rolle spielt. Aber zumindest ist der Begriff, glaube ich, sehr interessant, weil er eben den Blick weglenkt von dieser Vorstellung, dass Wohlstand in erster Linie das Verfügen über Güter ist und hinlenkt eben auf die Beziehungen untereinander und die Beziehungen zur Umgebung. Gut, die letzten zwei, drei Thesen, kürzer. Also, elfte These wäre, ich glaube, wenn man über Utopien redet, brauchen wir vor allen Dingen auch wieder eine Rückkehr zu den großen Erzählungen. Ja, eine große Behauptung im 20. Jahrhundert war zu sagen, die postmoderne Behauptung, wir brauchen keine großen Erzählungen mehr. Wir haben diese vielfältigen Bewegungen und alles steht einzeln für sich. Und ich glaube dagegen, dass wir wieder einen Begriff davon brauchen, dass es einen Prozess der Befreiung gibt und auch einen Fortschritt in dieser Befreiung. Denn wenn das stimmt, was ich vorhin behauptet habe, dass wir eigentlich Kriterien auch kennen, wie Dinge besser, emanzipierter, progressiver organisiert werden können, nämlich solidarischer, demokratischer, weniger Ungleichheit zwischen Geschlechtern, ja, weniger Geschlechteridentitäten. Wenn wir diese Kriterien haben, dann müssen wir sozusagen auch eine Erzählung dafür haben, wie sozusagen so ein Prozess vorangeht. Ja. Es ist eben gerade auch die Erkenntnis vielleicht des letzten Jahrhunderts, dass sich die Dinge nicht dadurch einstellen, dass jemand die Macht ergreift und die Dinge sozusagen per staatlichen Dekret einen Bruch durchführt, sondern dass es tatsächlich langfristig oder sehr langfristige Prozesse sind, in denen sich die sozialen Beziehungen untereinander verändern. Und da ist es ja tatsächlich auch so, wenn wir zurückgucken die letzten 150 oder 200 Jahre, dass zumindest in Europa viele Dinge sich oder sehr viel sozialer und demokratischer Fortschritt zu beobachten ist. Es haben sich wahnsinnig viele Dinge, sind heute emanzipierter als vor 200 Jahren. Ja. Und das ist eben, wie gesagt, ein Problem, dass wir dafür oft keine Erzählung haben, keine Darstellung, die diese Erfolge sichtbar machen. Zwölfte These, was unterscheidet so eine Vorstellung von allmählicher Veränderung eigentlich noch von so einem sozialdemokratischen Begriff? Ja? Also wenn ich jetzt sage, Utopie ist gar nicht mehr das, dass es darum geht, wir ändern alles und morgen haben wir eine neue Welt, sondern Utopie ist genau dieser klebrige, langsame Prozess, wo wir unsere Beziehung zueinander verändern, wo wir neue Dinge in den Mittelpunkt stellen und wo wir auf ganz vielen Feldern aktiv sind und auf ganz vielen Feldern kleine Erfolge oder auch Misserfolge haben. Dann könnte man sagen, das ist ja eigentlich genau das Gleiche, was die Sozialdemokratie immer versprochen hat. Die hat ja auch immer davon geredet, man muss einfach nur an den Fortschritt glauben. Ich glaube, der wesentliche Unterschied darin besteht darin, dass die Sozialdemokratie immer argumentiert hat aus der Perspektive von oben. Die hat eigentlich immer damit argumentiert, dass es darum geht, eigentlich auch
genannt, ähnlich wie die Kommunisten, darum geht, Regierungsmacht zu haben, Reformprogramme zu erlassen. Und ich glaube eigentlich, wir bräuchten so einen Transformations- oder Reformbegriff aus anarchistischer Perspektive. Wir bräuchten ihn aus einer Perspektive von unten, aus Perspektive der einfachen Leute, die eben wahrnehmen, was sich für ihr Leben konkret verändert, ja, und was in ihrem Leben konkret emanzipierter, progressiver wird. Auch das ist wahrscheinlich nicht unbedingt was Neues. Viele Projekte setzen genau da an, aber ich glaube, das gilt es sich auch zu vergegenwärtigen. Und die letzte These, ja, die letzte These wäre, ich glaube, dass es dabei aber immer auch um Macht geht. Ich glaube nämlich, dass sich um solche Dinge durchzusetzen, es eben nicht in erster Linie die gute Idee braucht und auch nicht nur den langen Atem, sondern eben vor allen Dingen auch die Macht, sich durchzusetzen gegen Interessen, die dem entgegenstehen. Ein Beispiel, ein konkretes, das allen wahrscheinlich einleuchtet, wenn wir es uns wünschen, dass städtischer Wohnraum für alle zur Verfügung steht, ja, und wenn wir uns wünschen, dass es mehr Wohnungsgenossenschaften gibt und ja, dass Spekulation zurückgedrängt wird, dann reicht es nicht nur, das als Idee zu haben, es reicht auch nicht nur dafür, eine parlamentarische Mehrheit im Stadtrat zu haben, sondern man muss auch eine gesellschaftliche Kraft auf der Straße haben oder an vielen Orten der Gesellschaft haben, die das durchsetzt. Denn es gibt ja Interessen von Leuten, die viel Geld damit verdienen, dass es heute nicht so organisiert ist. Und das bedeutet eben auch nochmal, dass diese ganze Diskussion um Utopien auch immer in Verbindung gedacht werden muss mit wie sich Bewegungen eigentlich organisieren und wie sich Macht und Stärke von unten organisiert, um solche konkreten Verbesserungen durchzusetzen. Also vielleicht großes Fazit am Schluss. Utopie, glaube ich, das ist gar nicht so die Frage nach dem großen Entwurf. Wir haben diese Gegenentwürfe, wir wissen, was wir ethisch richtig finden. Wir wissen auch, was getan werden müsste, um dem näher zu kommen. Uns fehlt es aber an Stärke und an Macht, diese Dinge durchzusetzen und konkrete Erfolge zu erzielen. Und deswegen muss eigentlich eine utopische Debatte damit anfangen, wie sich solche Macht, so eine Gegenmacht von unten entfalten kann. Danke. Ja, danke für den Vortrag. Es war wirklich sehr schöne Zusammenfassung. Jetzt haben wir insgesamt zwei Punkte so ein bisschen gefehlt irgendwie in dem Ganzen. Also es ist jetzt weniger eine Frage als vielleicht eine Anmerkung. Oder im Punkt These 5 hattest du sehr schön ausgeführt sozusagen, was so widerstreitend an internen Konflikten im Menschen ist, so zwischen Solidarität oder wirtschaftlichem Eigennutz. Ich fand dann ein Buch, was ich letztens gelesen habe, auch sehr interessant dazu, von Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit, wo er irgendwie über die ganze Menschheitsgeschichte ausführt eigentlich, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, der zu dem ganzen Ausrotten von Tieren, Abschlachten von Völkern und Kulturen geführt hat, eigentlich die Gleichgültigkeit ist. Also dass es den meisten Menschen einfach egal ist, was passiert und egal ist, dass ich jetzt die Kleidung trage oder das Essen esse oder das, was das mit der Welt macht. Und das ist, finde ich, so ein ganz nochmal ein wichtiger anderer Gedanke eigentlich daran, dass ganz viel aus Gleichgültigkeit passiert. Was auch wiederum mit dem letzten Punkt zu tun hat, wenn wir es durchsetzen wollen, als Linke oder als Gesellschaft von unten, dass gerade diese Gleichgültigkeit eigentlich der schwierigste Widerstand ist, oder also gegen den wir kämpfen. Wir kämpfen natürlich gegen das Kapital und gegen die Kapitaleigentümer und das sind alles große Kämpfe und da kann man sich dann sozusagen auch dran aufbauen, aber gegen die Gleichgültigkeit anzukommen, ist irgendwie so persönlich sozusagen für mich irgendwie einer der wesentlichsten Schwierigkeiten. Ja. Ein anderer Punkt noch, ganz kurz, weil auch in diesem letzten Punkt diese Durchsetzung kam und das Durchsetzen gegen. Für mich ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt an einer utopischen Gesellschaft irgendwie, dass die Sprache sich da auch ändert. Also dass sozusagen die Bedürfnisse im Vordergrund stehen oder das, was widerstreitende Bedürfnisse von verschiedenen Menschen sind. Und dass jedes Mal, wenn es um gegen die Verhältnisse gehen oder etwas durchsetzen, auch
die Sprache an sich schon verliert, meines Erachtens. Aber, ja. Hallo, danke für den Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar hänge ich noch an den Eigentumsverhältnissen. Also ich kann das voll nachvollziehen, dass die Ideen da sind, aber die Machtverhältnisse so gestaltet sind, dass wir die halt gerade nicht so durchsetzen können. Und du hast ja als zentralen Punkt aufgemacht, dass es die Eigentumsverhältnisse sind. Und jetzt fehlt mir der nächste Schritt, weil ich natürlich schon auch gerne Lösungen hätte. Wie sind die zu verändern? Was spielt da alles mit rein? Also da würde ich jetzt gern genau mehr zuhören. Was mir an Ihrem Vortrag, ich habe hier ganz kurze Punkte, problematisch erscheint, ist der Vergleich zwischen Menschen und Tieren, die Verhaltensweisen. Halte ich für äußerst problematisch, denn der Mensch ist ein anderes Wesen wie ein Tier. Er kann denken und er kann arbeiten, und das kann ein Tier nicht. Das ist nachgewiesen. Und wenn Sie diese Vergleiche bringen, wer da nicht genau aufpasst, da sind wir nämlich ganz schnell beim Rassismus. Beim Rassismus. Das ist die erste Anmerkung. Eingangs hatten Sie gesagt, Konkurrenz soll ausgeschaltet werden gegen solidarisches Verhalten. Das klingt sehr gut, geht aber nicht. Konkurrenz im weitesten Sinne ist die Triebfeder aller Entwicklung. Das Dritte, und da bin ich eigentlich froh, dass für mich schon eine Utopie sich in Realität gewandelt hat. Ich bin ja nur ein bisschen älter, darum habe ich auch schon weiße Haare. Und für mich hat sich vor 29 Jahren zur Wende eine Utopie, die uns immer im Sozialismus aufgezeichnet wurde. Das klang alles wunderbar. Ich will jetzt nicht die Lösung alle bringen, so wie wir heute leben und wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben und so weiter und so weiter. Und plötzlich ging das alles. Und die Hauptsache war, ich hatte plötzlich, ich rede nur von mir, die Menschenrechte, die ich nämlich vorher nicht hatte oder nur eingeschränkt hatte. So viel zu Ihrem Kommentar zum Sozialismus. Interessant fand ich dabei diese kleine Unterzeile mit der Anarchie, mit Bakunin am Anfang und so weiter. Das mag ja funktionieren, aber auch nur in kleineren Kreisen. Und das Letzte, wo wir jetzt gerade wieder eine Utopie, man kann bei einer Utopie nicht von Scheitern reden, aber eine Utopie ad absurdum geführt kriegen, und Sie haben ja darüber, über dieses Stück Welt viel publiziert, ist Venezuela. Dort geht doch die Utopie gerade krachend runter. Dort verhungern Menschen. Aber bitte sagen Sie nicht, das liegt nur an den USA, an der CIA, sondern die hat das ins Haus gemacht. Wenn Sie vorige Woche die Zeit gelesen haben, dann können Sie es lang und breit. Gut, ich glaube, das waren genug Fragen. Super, danke. Dankeschön. Ja. Vielen Dank auch für den Vortrag und für auch andere spannende Fragen schon. Ich habe einen Gedanken, den ich ganz spannend fand, den ich nochmal irgendwie so für mich zusammenfassen würde, um zu sehen, ob ich es auch irgendwie richtig verstehe, wie du es meinst. Und eine Frage. Und der Gedanke, den ich spannend finde, ist, es geht ja auch oft darum, so in linken alternativen Bewegungen zu sagen, es gibt die sagen, wir müssen unsere Beziehung verändern, und es gibt die sagen, wir müssen die politischen Kämpfe führen. Und das zusammenzudenken, finde ich irgendwie sehr wertvoll. Zu sagen, na gut, wir müssen politische Kämpfe führen, aber die können wir auch in anderen Beziehungen führen miteinander. Also nicht das als gegensätzliche Strategien zu sehen, sondern auch die zusammendenken zu können. Ich habe das bei dir rausgehört, vielleicht nur ein Kommentar, war das so gemeint? Und eine Frage, an der ich noch, die ich nicht klar formulieren kann, aber da bin ich drüber gestolpert und hänge noch ein bisschen dran, ist die Rolle von Wissen und Wissensgesellschaft. Ich wäre mir nicht sicher, hast du es formuliert im Sinne von, das hat Potenzial, auch Ausgrenzung abzubauen. Wobei andere Debatten ja sagen, das ist genau auch ein Problem, wenn wir Wissen gegenüber Können so stark aufheben, weil das eben Ausgrenzung erst auch produziert. Genau, und eine andere Art von Wissensökonomie auch herstellt. Gut, danke. Soweit erstmal für die erste Runde. Ja, viele Sachen, das weiß ich nicht, wie sinnvoll das jetzt ist, wenn ich alles so abarbeite. Ich versuche es mal. Also mit den widerstreitenden Bedürfnissen, der Einwand ist natürlich richtig, aber andererseits ist natürlich auch, alle Menschen haben das Recht, ihre subjektive Wahrnehmung von Bedürfnis zu haben, aber es gibt auch Dinge, die natürlich eine Gemeinschaft auch das Recht hat, als Bedürfnis zu verweigern. Ja, also
Und da fängt das dann eben an. Widerstreitende Bedürfnisse brauchen natürlich, es gibt nicht alles kann im Einvernehmen gelöst werden. Ja? Zum Beispiel, der eine möchte gerne 250 auf der Autobahn fahren und die anderen sagen, das gefährdet uns alle. Jetzt könnte man sagen, das ist eh ein entfremdetes Bedürfnis, aber aus der Sicht desjenigen, der gerne 250 fährt, ist es vielleicht ein ganz wichtiges Bedürfnis. Und also da sieht man, jede Gesellschaft und jedes gemeinschaftliche Zusammenleben muss natürlich auch Regeln etablieren, die auch im Widerspruch zum Bedürfnissen und zu den Wünschen Einzelner stehen. Und die Frage ist immer, wie viel lässt so viel zuzulassen wie möglich, ohne dass es eben die Lebensbedingungen der anderen beeinträchtigt. Und in der Gesellschaft, in der wir heute leben, werden diese Lebensbedingungen der anderen ganz oft oder systematisch eigentlich missachtet. Das ist dann sozusagen auch schon ein Einwand zu Ihrer These, die sagen, ja, wir haben jetzt eigentlich mit der Marktwirtschaft oder ich würde es Kapitalismus nennen, ja schon eigentlich den Sprung ins bessere Leben geschafft. Ein sehr schönen Roman von Ingo Schulze gerade, der darüber verhandelt, über den Systembruch, den finde ich sehr gelungen. Peter Holz, sein Leben erzählt von ihm selbst, da finde ich, werden die beiden Probleme sehr gut verhandelt. Aber genau, ich glaube, dass das Problem an der bürgerlichen oder kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Gesellschaft ist, dass Kosten permanent externalisiert werden. Das ist auch nicht neu, aber also ständig werden Kosten abgewälzt, entweder auf die Zukunft, ne? Also indem man zum Beispiel einen Konsum hat, der ökologische Kosten hervorruft, die dann erst in ein paar Jahrzehnten anfallen, Klimawandel, oder eben, indem man das so externalisiert, dass andere Leute dann erkranken, nämlich diejenigen, die sich die teuren Mieten in Vorort nicht leisten und an den verkehrsreichen Straßen leben und die werden dann krank. Also da sieht man, es gibt Notwendigkeit auch sich gegenüber, also es gibt, man wird nicht alle Wünsche und Bedürfnisse im Konsens lösen, sondern es gibt natürlich auch die Notwendigkeit, dass eine Gesellschaft formuliert, wo die Grenzen davon sind. Also auch heute schon so, aber in einer anderen Gesellschaft, denke ich, würden die Grenzen an anderen Stellen verlaufen. Und das ist natürlich dann auch ein Prozess, der immer schmerzhaft ist und immer auch eine Auseinandersetzung, auch was nicht Harmonisches hat. Also ich glaube, das muss man auch ganz deutlich sagen. Ein utopischer Gesellschaftsentwurf führt nicht zu einer Gesellschaft, wo sich alle lieb haben, sondern wird zu einer Gesellschaft führen, wo noch mehr Konflikte ausgetragen werden, nur hoffentlich auf eine andere Art und Weise. Aber wenn alle ihre Wünsche und Bedürfnisse artikulieren, bedeutet das, dass Konflikte und Debatten sich verstärken und nicht weniger werden. Die andere Frage, also dass Tier und Menschen nicht das Gleiche ist, das sehe ich ähnlich. Ich habe die Beispiele jetzt auch gar nicht deswegen eingeführt, aber ich wollte eher so ein bisschen die Beobachtung stark machen, wie auch in diesem Dokumentarfilm stark gemacht worden ist, dass es eben tatsächlich evolutionäre Verhaltensweisen gibt, die dann auch schon eigentlich sogar noch hinter den Menschen zurückreichen. Aber da muss man gar nicht weiter drauf eingehen, ob diese Tierexperimente so aussagekräftig waren. Sie sind mir nur ein bisschen hängen geblieben, deswegen habe ich sie erwähnt, aber man kann sie auch rauslassen. Was ich einen wichtigeren Punkt finde, ist eben also die Frage Konkurrenz oder Kooperation. Und da ist eben nochmal, meine These vorhin war ja auch schon, es gibt natürlich anteilig in der menschlichen Geschichte und im menschlichen Verhalten immer mehrere oder viele Aspekte. Und sicherlich, wenn man jetzt von zwei großen Prinzipien redet, immer auch beides. Ich habe deswegen ja auch diese davon geschildert, dass es auch in menschlichen Kulturen, aber eben auch bei Menschenaffen, die jetzt in dem Fall auch wieder ein Tierbeispiel, aber finde ich aussagekräftig, unterschiedliche Strategien gibt, wie mit Hierarchien oder wie mit Spannungen innerhalb von Gruppen umgegangen wird. Und ich würde mal sagen, man könnte das jetzt grob vereinfachen sagen, das eine ist sozusagen eine konkurrente Logik, das andere ist eine kooperative Logik. Wir haben sowieso immer beide Anteile und wir können aber in einer gewissen Weise Regeln so gestalten, dass bestimmte Dinge stärker werden und bestimmte Dinge schwächer werden. Also wenn eine Gesellschaft es ermöglicht, dass sich manche Leute unglaublich bereichern, weil man zum Beispiel keine Steuersätze hat, die besonders hoch sind und Reichtumsunterschiede sich enorm vergrößern, dann wird die Konkurrenzlogik größer. Wenn der Überlebenskampf, wie die Lebensangst, wie im Neoliberalismus zunimmt, wenn Hartz IV eingeführt wird, dann wird die Konkurrenzlogik stärker, dann werden die Leute sich stärker als Individuen wahrnehmen. Wenn man dagegen die Gemeineigentumsform und die Allgemeinversorgung, die Grundversorgung stärkt,
dann werden solche Konkurrentenlogiken schwächer werden. Natürlich werden die Leute trotzdem noch vielleicht beim Laufen gucken, dass sie schneller sind. Und viel hängt natürlich auch von Erziehung ab, ja, ob man Kinder kooperativer erzieht oder Konkurrenten erzieht. Da muss man auch sagen, dass interessanterweise da eigentlich die Gesellschaft in den letzten 30 Jahren auch Fortschritte gemacht hat. Obwohl der Neoliberalismus so stark ist, wird in der Kindererziehung viel stärker heute auf kooperative Praktiken Wert gelegt. Also es ist ganz interessant, dass manchmal die Dinge auch widersprüchlich verlaufen. Aber ich glaube, es geht schon wesentlich auch darum, eben solche Momente der Kooperation, die ja sowieso unsere hocharbeitsteilige Welt ausmachen, dass man solche Kooperationsmechanismen auch bewusst fördert. Und das möchte ich nochmal wirklich stark machen. Im Vergleich zur Gesellschaft vor 200 oder 300 Jahren sind wir viel kooperativer in unserer Lebensform. Ja, der Bauer früher, der hat seine Sachen, oder die Bauernfamilie, die haben auf dem Hof die meisten Sachen, die sie konsumiert haben, selber hergestellt. Die haben die anderen Höfe nur sehr bedingt gebraucht, vielleicht mal um den Weg anzulegen oder sich bei der Ernte zu helfen. Aber sonst haben sie sehr eben für sich selbst leben können. Das ist heute nicht mehr so. Mit dem, was wir arbeiten, können wir nicht überleben. Niemand von uns, ja? Nicht mal der Bäcker isst die 2000 Brötchen. Der braucht immer eben den Weg über die Ware, dass er das Hergestellte umsetzt und dafür dann eben andere Dinge sich einkauft. Und diese gegenseitige Abhängigkeit hat viel höhere Ausmaße angenommen als früher. Und deswegen gilt es auch, eine Gesellschaft dementsprechend zu organisieren. Wir beruhen auf Kooperation und das gilt es bewusst zu gestalten. Aber es gilt es in der Form zu gestalten, dass nicht immer die Appelle kommen, dass wir uns verbessern müssen als Menschen, diese ganzen Erziehungsideale des Sozialismus. Dann war die Frage oder der Einwand von dir, wie wird denn sowas jetzt gestärkt? Also ich glaube, im Prinzip auch, ist auch da eigentlich die Lösung sehr bekannt. Also man fängt natürlich immer bei den Dingen an, die naheliegender sind. Also man wird jetzt nicht die allgemein größte Systemfrage stellen, sondern es geht darum, dass es eine Grundversorgung mit zum Beispiel mit Infrastruktur in Gemeingüterhand wieder organisiert werden soll. Das war schon mal so. Also ich meine, das war nicht nur im Osten, sondern auch im Westen ja so, dass es relativ billigen öffentlichen Nahverkehr gab, dass die Wasserwerke kommunal waren. Strom, Bildung war seit den 70er Jahren auch weitgehend in öffentlicher Hand. Ja. Also die Medien, öffentlich-rechtliche Medien, all diese Dinge waren durchgesetzt, weil es soziale Kämpfe dafür gegeben hatte, weil es Forderungen dafür gegeben hatte. Und das, glaube ich, wäre ein sehr konkreter Ansatzpunkt. Also ich glaube, man könnte sich auch einen großen Teil dieser Grundeinkommensdebatte sparen, haben vorhin schon mal drüber geredet. Also die Debatte darum, ob also alle Leute 1.000 Euro bekommen sollen oder nicht, da ist ja die Frage, ist eigentlich auch wieder nur über Geld organisiert, dann ist auch die Frage, was passiert danach, wer finanziert das? Die Frage, die ich viel interessanter und naheliegender finde, warum kehrt man eigentlich nicht dahin zurück, was schon mal durchgesetzt war und wo man gesehen hat, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, dass nämlich die Grundversorgung, Gesundheit, Bildung, Nahverkehr, Kulturleistungen, Schwimmbäder kostenlos oder zumindest so preiswert sind, dass da jeder einen Zugang zu hat. Das würde den Stress aus unserem Leben enorm rausnehmen. Das würde auch solidarische Momente stärken und es würde uns auch den Freiraum geben, uns vielleicht auch wieder Dingen zu widmen, die nicht in erster Linie unseren eigenen Karrieren dienen. Man muss natürlich auch bedenken, dass es Dinge gibt, wo man das weiter anpassen muss. Also wenn zum Beispiel Strom war früher oft zu billig, dann haben die Leute damit angefangen zu asen, haben das eben dann, ihren Heizgenerator an die Steckdose angeschlossen. Oder in der DDR und Sowjetunion haben sie Brötchen an die Schweine verfüttert, weil das subventionierte Preise hatte. Das ist dann natürlich, muss man bei solchen Sachen auch gegensteuern, aber da gibt es auch längst gute Konzepte und Modelle für. Zum Beispiel bei dem Energiemodell gibt es die Idee, man könnte eine Flatrate machen, bis eine Mindestrate, wo es weitgehend kostenfrei wäre und alles, was darüber hinausgeht, wäre sofort sehr teuer. Dann wären die Leute auch angehalten zu sparen. Aber alle hätten eben die Grundversorgung. Also ich glaube, da gibt es viele Modelle und viele auch denkbare Ansatzpunkte. Du hast natürlich berechtigt gesagt, okay, wo kommt dann die Macht her, das durchzusetzen? Ich glaube, man muss dann eben auch, es würde eben davon auch abhängig sein, dass wir auch mal in der Lage, dass wir lernen, Dinge, die in der Debatte sind, wo sich eine Möglichkeit eröffnet, auch mal gemeinsam durchzusetzen. Zum Beispiel jetzt gerade war ja plötzlich in der Debatte wegen den Dieselfahrverboten oder Dieselabgaswerten, ob der öffentliche Nahverkehr nicht kostenfrei werden sollte.
Und das ist schon interessant, das ist eine Debatte, die hat jahrelang nur die Linke und die Piratenpartei geführt. Plötzlich kamen die aus ganz normalen Parteien in Anführungszeichen. Es ist schon ein bisschen komisch, warum wir dann nicht sofort alle draufgesprungen sind und gesagt haben, okay, das setzen wir jetzt durch. Das gesellschaftliche Klima ändert sich da gerade, das ist jetzt unser Ansatzpunkt, da setzen wir jetzt alle unsere Karte drauf. Und sowas müssen wir vielleicht lernen, dass wir auch immer mal gucken, was sind Dinge, die vielleicht gerade besser durchsetzbar wären und wo man dann auch Kräfte drauf konzentriert. Und ich glaube, was von den Feldern da erfolgversprechendsten ist, kann man im Vorfeld gar nicht sagen, sondern es ist oft von Zufällen abhängig, so wie jetzt, dass dann Dinge sich durchsetzen lassen vielleicht oder auch nicht. Aber ich glaube, was wichtig wäre, dass man eben auch wieder als Bewegung konkrete Erfolge erzielt, ne? Und kleine konkrete Erfolge, wo man sieht, es lohnt sich auch, sich zu engagieren und zu kämpfen oder was zu machen. Und du, dein Einwand nochmal mit, war natürlich auch ganz wichtig oder auch ganz richtig. Also ja, ich würde behaupten, dass es immer dialektisch ist, so ein Verhältnis zwischen sich selber verändern und die Rahmenbedingungen verändern. Ich glaube also, dialektisch meint, dass es wechselseitig verschränkt. Ich glaube, man kann kein guter Mensch werden unter Verhältnissen, die einen die ganze Zeit zum Beispiel zu einem Konkurrentenverhalten anregen oder anhalten. Aber umgekehrt macht es natürlich auch wenig Sinn oder ist es wenig erfolgversprechend, für große Ziele in der Zukunft einzutreten, aber in der Gegenwart wie ein Arschloch zu verhalten. Also insofern ist es klar, Dinge müssen miteinander einhergehen. Und das Schwierige dabei ist, einen gewissen Anspruch zu formulieren, der nicht einhergeht mit so einer Strenge gegenüber sich selber. Also man muss in dem Prozess auch Platz haben, Fehler zu begehen, ohne dass andere oder man selber deswegen daran verzweifelt. Also ich glaube, hohen moralischen Druck aufzubauen, ist immer falsch. Aber es ist auch immer gut, die Dinge, die man sagt, auch für sich selber ernst zu nehmen. So würde ich argumentieren. Also es geht darum, Beziehungsweisen zu revolutionieren, wie Bini Adamczak das in ihrem Buch gesagt hat. Also die Beziehungen unter den Menschen zu revolutionieren, ist sicherlich mindestens so wichtig, wie sozusagen die Metastrukturen zu verändern. Bis ins Gesellschaft habe ich vergessen, aber das kann ich ja nicht. Ja gut, wir sind jetzt auch schon 1,5 Stunden dabei und es dünnt so ein bisschen aus. Ich hätte es vorgeschlagen, wir machen noch eine kleine Runde mit 3-4 Fragen und dann aber das auch wirklich als letzte Runde. Und dann könnt ihr Raoul noch ein paar Sachen fragen, bevor er fahren muss. Super, und schon melden sich richtig viele Leute. Du da hinten warst als Erster dran. Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu diesem Dreieck Gesellschaft, Kapital, Staat. Du hast ja gesagt, dein Verständnis von Sozialismus ist, dass die Gesellschaft sich des Kapitals und des Staates ermächtigt. Und da wollte ich noch mal nachfragen, welche Rolle dann also quasi in deiner utopischen Idee noch dem Staat bleibt. Also ob das quasi in eine anarchistische Richtung geht, dass anstelle des Staates eine Konföderation tritt oder ob die Vorstellung ist, dass noch eine zentralisierte Gewalt bleibt mit einer Exekutive. Ich habe zwei Anmerkungen, die hoffentlich zu Fragen oder Widerspruch führen bei Raoul Selig. Mal schauen. Das erste ist du hast ja stark gemacht, eine große Erzählung wieder stark zu machen oder große Erzählung oder die zumindest ist nicht aufzugeben. Dem stimme ich grundsätzlich zu, möchte nur deinen Hinweis aufgreifen, dass sozusagen postmoderne Beliebigkeit problematisch ist, hast du sozusagen kurz verhandelt, einer These oder zumindest ist, als Problem dargestellt, weil das ja so ein bisschen diese Meta-Erzählung in Frage gestellt hat, würde zumindest das stark machen, was ja bestimmte Autoren, die gerne auch zum Postmodernismus gezählt haben, wie Foucault und andere, stark gemacht haben, nämlich dass wir wenn wir wieder große Erzählungen machen wollen, nicht uns aufreiben zwischen Haupt- und Nebenwidersprüchen, sondern natürlich sehen, dass wenn wir gesellschaftliche Macht organisieren, das als Multitude verstehen, die alle Bedürfnisse von unterschiedlichen Personen und Gruppen mitdenken. Das heißt also man nicht Klasse, Rasse, Geschlecht, also Rassifizierung und Geschlecht gegeneinander ausspielt, sondern dass das in einem Zusammenhang steht und da nicht wieder zurückfällt und sagt, die Metaerzählung ist, die und die Klasse hat das und das Bedürfnis und dann gehen wir alle dahinter. Also das vermutlich deckt sich das mit deinem, weil ich auch Texte von dir kenne, aber das würde ich hier gerne nochmal in die
Runde bringen und auch die Frage von Macht. Ich habe ja Foucault genannt. Also die Frage ist ja, wo ist die Macht, wie ist sie organisiert und wie können wir daraus ausgehend auch Gegenmacht organisieren, logischerweise. Und ich finde, da helfen uns Theoretiker wie Foucault, dass es eben nicht den einen zentralen Machtapparat gibt, den gibt es auch, aber es gibt ganz viele Machtverhältnisse in Gesellschaften und um die zu umgehen, wie hat es Holloway gesagt, die Macht, ich beeile mich, aber es braucht ein bisschen auch, um ein Argument zu erfalten. Genau, aber wie gesagt, ich beeile mich. Wird nicht schneller, wenn du mich sozusagen darauf einforderst, leider. Genau. Einen Punkt schon dreimal wiederholt. Vielleicht kommst du einfach auf den Punkt in deinem Punkt. Mache ich. Der zweite Punkt ist, du hast so ein kleines Sozialdemokratie-Bashing gemacht, so über die letzten 100 Jahre und bist dann gerade noch in deinen Anmerkungen bei den 70ern gelandet, hast gesagt, da war ja Bildungsexpansion und Kampf um soziale Gerechtigkeit. Nur ist gerade die Sozialdemokratie Anfang der 70er genau dafür mitverantwortlich. Nun will ich nicht die Sozialdemokratie retten, das ist schwer genug, aber was ich dich fragen würde, ist, du hast ja die Linke genannt und hast jetzt die normalen Parteien genannt, die Grünen und die SPD hast du da vermutlich mit gemeint. Lohnt es sich in und mit Parteien zu kämpfen für utopischere Momente und gegen Machtverhältnisse oder ist das für dich ein soziales Verhältnis, das du aufgeben würdest? Das wäre die Frage. Ich würde mich auch gerne dem Punkt von der Macht und von den Herrschaftsverhältnissen anschließen, weil ich ein bisschen durcheinander bin. Zuerst meintest du, es würde quasi nicht an Alternativen oder an Lebensalternativen und schon sozusagen lebendigen Modellen von Utopien mangeln, sondern an der Macht, diese durchzusetzen. Und jetzt gerade bei der Beantwortung der Frage meintest du aber eher, dass es quasi an der Bereitschaft mangeln würde, diese durchzusetzen. Also genau, auch in die Richtung, welche Herrschaftsverhältnisse sollten denn angestrebt werden, beziehungsweise wenn die Frage wirklich ist, fangen wir die Überlegung über eine Utopie oder über utopische Zustände damit an, erstmal zu überlegen, wie wir Herrschaftsverhältnisse auflösen. In welche Richtung gehen wir da? Ich habe an die Zapatistas in Mexiko gedacht, die über 20 Jahre lang eine sehr anarchistische Linie verfolgt haben und jetzt letztes Jahr sich entschlossen haben, in staatliche Politik reinzugehen, indem sie eine Präsidentschaftskandidatin gewählt und aufgestellt haben. Ich schließe mich eigentlich an den letzten beiden Fragen an. Ja, vielen Dank auch von mir für diesen tollen Überblick. Die grundlegende Frage ist ja, wie kommen wir zu einem guten Leben für alle? Da sind noch so ein paar Zweifel auch bei mir offen geblieben. Zum einen, über welches gute Leben reden wir denn hier? Über welchen Utopieentwurf sprechen wir hier? Weil ich denke, es ist eigentlich eine alle Menschen vereinigende Frage, ein gutes Leben anzustreben. Aber viele Menschen haben halt unterschiedliche Visionen davon, die sie tatsächlich auch schon leben können im Kleinen. Das hast du ja auch schon richtig aufgezeigt. Und vielleicht, um da so ein bisschen Klarheit in die Antwort zu bringen. Vielleicht hilft es ja was, also es geht jetzt auch ein bisschen in das, was du angemerkt hast, vielleicht hilft es was, eine Differenzierung zwischen einem Gesellschaftsentwurf und zwischen Visionen, die in Gemeinschaften entworfen werden, zu treffen. Ja? Also ich glaube, da hast du öfter von der Gesellschaft gesprochen, meintest aber vielleicht Gemeinschaften, wo Menschen miteinander bekannt sind, wo sie aufeinander angewiesen sind, also auch in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen. Und da noch so ein bisschen mehr definitorische Klarheit reinzubringen, würde vielleicht auch die Debatte ein bisschen vorwärts bringen, sozusagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt relativ komplexe Fragen und vielleicht trotzdem, wenn jetzt Raoul knapp darauf antwortet, seid ihr auch nochmal eingeladen. Ihr scheint da ja auch sehr viele Überlegungen zu haben, einfach hier nachher noch zu bleiben und euch gegenseitig auch noch auszutauschen darüber, weil ich bin mir sicher, ihr habt da auch viel zu sagen, auch wenn Raoul es gute Antworten hat. Ja. Frage mit dem Staat. Also der Staat
Es ist ja eine falsche Annahme, der Staat sei eingeführt worden von Demokraten oder liberalen Theoretikern, um das Allgemeinwohl zu verfolgen. Der Staat ist eine Herrschaftseinrichtung, als Herrschaftseinrichtung entstanden, einer herrschenden Klasse, noch im Feudalismus, und hat dann sozusagen zunehmend eigentlich die Interessen und auch die vertreten und auch die Herrschaftsform der bürgerlichen Klasse in sich aufgenommen. Und durch soziale Kämpfe hat er dann aber auch noch eine weitere Dimension bekommen. Er ist also nicht nur, ich glaube, er ist in erster Linie also nach wie vor eine Einrichtung zur Herrschaft, eine Einrichtung, um sicherzustellen, dass Reichtum, aber vor allen Dingen auch Macht in den Händen einiger konzentriert ist, einer gesellschaftlichen Minderheit konzentriert ist. Kann man zum Beispiel daran sehen, wie der Staat Eigentumstitel schützt und wie unterschiedlich er Eigentumstitel schützt im Vergleich zum Beispiel zu, was weiß ich, also muss man mal gucken, mit welcher Vehemenz zum Beispiel Wohnungsräumungen durchgesetzt werden, im Vergleich dazu, wie wenn Leute von Maklern übers Ohr gehauen worden sind. Da hat bestimmt noch nie jemand erlebt, dass die Polizei riesige Hausdurchsuchungen macht. Also daran sieht man, der Staat hat eher so einen Herrschaft, hat nach wie vor einen Herrschaftscharakter in erster Linie, aber er hat natürlich auch soziale Forderungen von unten in sich aufgenommen. Und das macht das ein bisschen kompliziert oder komplizierter. Also es gibt natürlich auch Gesetze, die dienen den unteren Klassen. Ja, das hat man denen als Zugeständnisse gegeben, damit sie sozusagen die Herrschaft legitimiert wird. Und das macht das ein bisschen komplizierter. Deswegen kann man den Staat auch nicht nur als Herrschaftseinrichtung, glaube ich, sehen. Aber es ist nach wie vor in erster Linie. In der befreiten Gesellschaft wäre die Gemeinschaft oder die Gesellschaft selber und nicht, bräuchte keine Herrschaftseinrichtung, sondern sie würde sozusagen sich selbst regieren. Das ist zumindest immer die Behauptung von Linken gewesen, die ich auch nach wie vor eigentlich eine überzeugende These finde. Aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, also allein mit den Gemeinschaften, und da kommt man auf die Frage, warum ich zwischen den Begriff, vielleicht diffuseren und unübersichtlicheren Begriff der Gesellschaft auch immer verwende. Es geht ja nicht darum, dass es die Menschen sich in Gemeinschaften schön organisieren, sondern es geht natürlich auch darum, dass insgesamt in der gesamten Gesellschaft Dinge etabliert sind, Rechte etabliert sind und Rechte auch einforderbar sind. Ja? Und dafür bräuchte man tatsächlich weiterhin eine gesamtgesellschaftliche Einrichtung. Ganz utopisch gedacht, hoffentlich irgendwann mal Weltgesellschaft, aber liegt natürlich heute konkret in dem Rahmen bestehender Staatlichkeit. Ja? Weil das noch alles auch sowieso sehr weit weg ist, geht es einfach darum, in der bestehenden Staatlichkeit, glaube ich, also konkreter Umsetzung, in der bestehenden Staatlichkeit, die Rechte, die sozialen und die demokratischen Rechte zu erweitern und dafür einzutreten, dass die erweitert werden und dass es dafür Garantien gibt. Warum sage ich, es geht nicht nur um Gemeinschaften, sondern tatsächlich um die Gesellschaft? Weil natürlich zwischen Gemeinschaften enorme Unterschiede bestehen. Ja? In einer Region, stellt mir mal vor, also ich will sowieso nicht in einer Welt leben der Landkommunen, aber stellt euch das mal vor. Landkommune, die einen haben guten Ackerboden, die anderen haben Sandboden. Ja? Nur mit der Ansprache, dass die einen mit den anderen teilen sollen, wird das nicht geschehen. Ja? Dazu kommt außerdem auch das Problem, dass wenn Gemeinschaften so vor sich hin leben, dass das gar keine Wahrnehmung der Probleme der anderen gibt. Also braucht es gesellschaftliche Instanzen. Und wir haben ja heute auch einen Arbeitsprozess, der eben tatsächlich global funktioniert. Könnte man natürlich fragen, manches davon ließe sich auch vielleicht wieder regionalisieren. Landwirtschaft zum Beispiel wäre sicherlich sinnvoll, dass wir die Tomaten in Griechenland nicht aus Belgien einführen. Es wäre besser, die vor Ort anzubauen. Aber viele andere Dinge ist vielleicht auch sinnvoll, dass das global organisiert ist. Und deswegen ist es eben wichtig, dass es eben auch gesellschaftliche Instanzen gibt, die über das Gemeinschaftliche und das Lokale hinausdenken. Und dafür braucht man ein gewisses Maß an Abstraktion und man braucht auch ein gewisses Maß an politischen Einrichtungen, die darüber hinausreichen. Insofern also meine Frage mit dem Staat. Ich glaube, ich würde behaupten, dass es sowas, so eine politische Instanz auch da bräuchte. Und das ist interessant, dass das gerade auch in so staatskritischen marxistischen oder anarcho-marxistischen Debatten oft so ein bisschen ausgeblendet wird. Dann war der Frage, gibt es Hauptwidersprüche oder wie verhält sich das Verhältnis zwischen Feminismus und Rassismus und Kapitalismus? Also für mich ist ziemlich klar, dass es einen Begriff der unteren Klassen nicht geben kann ohne Feminismus und Antirassismus.
Also man versteht gar nicht, wer die unteren Klassen sind, wer diejenigen sind, die ökonomisch und politisch ausgegrenzt und ausgebeutet und unterdrückt sind, wenn man nicht auch feministisch argumentiert, feministisch analysiert und antirassistisch analysiert. Es geht es jetzt tatsächlich auch dann darum, dass alle Formen der Unterdrückung und der Marginalisierung nebeneinander stehen, so wie das Foucault behauptet hat. Foucault hat ja gesagt, es gibt eine Mechanik der Macht und das ist eigentlich sehr diffus, ja, da gibt es eigentlich keinen Gesamtzusammenhang. Meine Anfangsthese war ja, es gibt schon einen Gesamtzusammenhang. Ein Beispiel, wo man das vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, ist, es gibt globale kapitalistische Zyklen, ja, wie jetzt zum Beispiel Finanzkrise von 8 Jahren, 9 Jahren, die hat dazu geführt, dass weltweit hunderte Millionen Leute ins Elend gestoßen worden sind. Es gibt jetzt zum Beispiel Homophobie, ist auch eine Unterdrückungsform, aber es gibt keinen Homophobie-Zyklus, der die ganze Welt erfasst. Ja. Also insofern ist es auch nicht so, dass alle gesellschaftlichen Unterdrückungsformen in der Struktur ähnlich sind und ähnliche Auswirkungen haben. Und die These dieser von Marx herkommenden Linken ist ja zu behaupten, es gibt einen Ansatzpunkt, von dem auszugehen wäre, nämlich die Lebensverhältnisse der Menschen. Das ist ja der Kern sozusagen des materialistischen Projekts. Und zwar eben nicht in erster Linie über symbolische Ausgrenzung, sondern eben wirklich tatsächlich materielle. Ob das so haltbar ist, da bin ich auch noch unentschlossen, weil ich finde auch, mir widerstrebt es auf der einen Seite zu sagen, wie bei Foucault, alles steht so nebeneinander. Ich würde nicht sagen, dass es beliebig ist, aber es ist zumindest diffus. Das widerstrebt mir, aber mir widerstrebt auch die Vorstellung, dass es sowas gibt wie einen Hauptwiderspruch, dem sich alle unterzuordnen haben. Ich habe schon gesagt, schon gar nicht, weil die unteren Klassen sowieso in erster Linie weiblich und farbig sind und illegale Einwanderer. Da muss sich nur jeder angucken, wie die Lohnzettel aussehen, da wird man das feststellen. Aber darüber hinaus, und auch die nicht bezahlte Arbeit sowieso, aber darüber hinaus auch ist es ja eben auch nicht die einzige Dimension materieller Unterdrückung. Ja? Und deswegen ist es wirklich eine komplizierte oder eine Frage, glaube ich, die man noch viel genauer verhandeln müsste. Ich glaube, dass es eine Rückkehr zum Materialismus braucht, aber eine Wende im Materialismus, der eben wegkommt von dieser unmittelbaren Verteilungsfrage, so wie sie im 20. Jahrhundert immer verhandelt worden ist, wo es in erster Linie darum geht, wer hat wie viel Reichtum. Ich glaube, man müsste Materialismus umfassender begreifen. Aber ich kann das nicht wirklich befriedigend beantworten, außer dass ich mit beiden Ansätzen irgendwie unzufrieden bin und die unbefriedigend finde. Die Frage, die jetzt, glaube ich, die ich vielleicht konkreter wieder beantworten kann, war die mit der Sozialdemokratie und den 70er Jahren. Also meine These wäre ja und ich habe versucht, auch vorhin sie deutlich zu machen, dass es nicht in erster Linie die Sozialdemokratie oder die Regierungen waren, die Veränderungen durchgesetzt haben. Also so wenig wie die bürgerliche Demokratie eingeführt worden ist von den liberalen Staatslenkern, sondern erkämpft worden ist von den Suffragetten und der Arbeiterbewegung. Genauso würde ich auch behaupten, dass die Inklusion von Arbeiterkindern ins Bildungssystem oder die Ausweitung des gesellschaftlichen Gesundheitssystems, also diese ganzen Errungenschaften der 70er, 60er, 70er Jahre, Errungenschaften waren der sozialen Kämpfe und mit der SPD wenig bis gar nichts zu tun hatten. Ich würde das auch deshalb damit begründen, dass in Frankreich genau das Gleiche passiert ist mit einer liberal-konservativen Regierung. Und umgekehrt, der Neoliberalismus in Europa überall kam, unabhängig davon, ob die Konservativen regiert haben oder die Sozialisten oder Sozialdemokraten. Also daran sieht man, sind offensichtlich nicht die Regierungen, die das gemacht haben, sondern es sind die sozialen Kämpfe. Und da kommt man jetzt auch zu der Frage, was ist dann eigentlich die Macht? Ja, also ich glaube, dieser Foucault'sche Machtbegriff ist für die Frage, die ich versuche zu diskutieren, auch nicht besonders gut geeignet. Aber die Vorstellung, Macht sei angesiedelt in einem Regierungsapparat oder im Staatsapparat, ist natürlich auch Blödsinn. Ja, also besser geeignet vielleicht so ein Machtbegriff wie bei Gramsci, der von Kräfteverhältnissen zwischen Klassen und Gruppen ausgeht. Aber da ist natürlich dann auch nach wie vor auch ein diffuser Machtbegriff. Also es ist nicht, dass man diese Macht einfach erwerben kann, erringen kann. Aber man hat natürlich schon Vorstellungen, wie Dinge durchgesetzt werden. Die Dinge werden durchgesetzt, weil es großen sozialen Widerstand gibt. Weil Leute
unmöglich machen, für die Regierenden normal weiter zu regieren, weil die Meinungsvorherrschaft durchbrochen wird. Ein konkretes Beispiel, wo man sieht, wie sich so eine Macht entwickelt, ist zum Beispiel die Frage Energiewende. Das ist so einer der wenigen Erfolge, die die progressiven Bewegungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland hatten. Und es ist interessant, wie wenig wir eigentlich diesen Erfolg feiern und zur Kenntnis nehmen. Jetzt kann man sagen, die Energiewende ist nicht so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben, aber immerhin, das ist eines der wenigen Länder in Europa, das so dezidiert Atomausstieg auf die Agenda gesetzt hat und das auch gegen die Konzerne auf die Agenda gesetzt hat. E.ON, RWE, die haben richtig Milliardenverluste gehabt. Und woher kam das? Das kam nicht daher, dass die Grünen das gemacht haben. Es kam auch nicht daher, dass Merkel das entschieden hätte, sondern es kam daher, dass seit den 70er Jahren ständig Kämpfe um die AKWs stattfanden, dass es einen großen gesellschaftlichen Konsens infolge dieser Kämpfe gab. Am Anfang waren die Leute sehr für AKWs, irgendwann waren 70-80% dagegen, dann kam Fukushima und dann war einfach auch klar, wenn die jetzt an der Atomkraft festhalten, dann sind die politischen Kosten sehr hoch. Und in dieser Verbindung aus sozialem Widerstand und politischem Bewusstsein und politischer Organisierung von Initiativen, da hat sich eine Kraft oder eine Stärke entfaltet, vielleicht auch eine Macht entfaltet, die dafür gesorgt hat, dass das umgesetzt werden konnte. Ja? Und ich glaube, die Regierung war dann tatsächlich auch ein bisschen sekundär. Und wie wir sehen, es war eine CDU-Regierung. Ist ja auch interessant. War nicht eine rot-grüne Regierung, die diese Reform dann letztlich eingeleitet hat. So würde ich behaupten, funktioniert Gegenmacht und so funktioniert gesellschaftlicher Fortschritt, indem eben langfristige Kämpfe das auch hineintragen in die Öffentlichkeit, aber eben auch in die Institutionen. Frage Parteien. Also ich bin der Meinung, dass gesellschaftliche Kräfteverhältnisse sich verändern, indem eben auf vielen Ebenen die Dinge sich verschieben. Ja? Die Menschen, möglichst viele Menschen an der Basis politisch bewusst sind, möglichst viele Leute sich einmischen, möglichst viele Leute sich organisieren. Aber das hat natürlich auch eine Dimension, das spiegelt sich natürlich auch wieder in der parteipolitischen Öffentlichkeit. Das ist natürlich ein Unterschied, ob es keine Parteien gibt, die die Flüchtlingspolitik in Frage stellen von links, oder ob es Parteien gibt, die sagen, nee, es ist ganz wichtig. Migration ist ein Ausdruck der gesellschaftlichen, kapitalistischen Verhältnisse und wir müssen uns solidarisieren mit den Leuten, die aus ökonomischen Gründen hierher kommen. Es macht einen Unterschied, ob das gesagt wird in Orten im Fernsehen, und Parlament ist ja in der Regel dann Fernsehen. Und deswegen halte ich auch die Parteien für wichtig. Ich bin ja auch in der Linkspartei und sogar da im Bundesvorstand, weil ich glaube, dass das auch eine Bedeutung hat. Aber ich glaube eben, es geht darum, in der Gesellschaft, aber eben auch in solchen bürokratisierten und vermachteten Formen zu kämpfen. Ich wäre auch dafür, in der Gewerkschaft zu kämpfen. Ich bin auch dafür, wenn Leute, die in der Kirche sind, in Kirchen für solche Sachen kämpfen. Und wir alle wissen auch, wie wichtig das ist. Also ich zum Beispiel bin in der Kirchengemeinde in Bayern auch unter anderem mitpolitisiert worden, wie wichtig es war, dass es Lehrer gab, die progressive Ideen hatten in meiner Zeit. Und diese Dinge, daran sieht man, dass es eben wichtig ist, an vielen gesellschaftlichen Bereichen sich solche Konflikte oder Kämpfe auszutragen. Letztes Argument, gutes Leben. Also ich habe vorhin schon gesagt, was das im Konkreten bedeutet, darüber kann man natürlich dann noch sehr ausführlich reden und müsste man auch. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen finde ich das nicht so umstritten. Ich glaube, dass ein gutes Leben ein Leben wäre, das demokratischer ist, gleicher ist, solidarischer ist, wo es mehr Zeit auch füreinander gibt, wo die Arbeit nicht, die Lohnarbeit und die Arbeit nicht so im Mittelpunkt steht. All das, würde ich behaupten, ist schon bei vielen Leuten Konsens. Und genau, die Frage wäre dann meiner Ansicht nach eher, wie solche allgemeinen Vorstellungen umgesetzt werden können in konkrete Ziele, die sich auch vor allen Dingen auch durchsetzen lassen. Danke.